herzlich willkommen zum Freitagabend-Livestream mit Kerbal Space Program in der 1.2 und wir bauen heute eine Raumstation. Aber bevor wir das machen, erstmal hallo an alle, die schon da sind und sich schon im Chat tummeln. Hallo an den Mercury, an Never, an Bierbauch, an Dennis, an, wer ist denn noch da, den Idel, den Brocken, den Sven und natürlich alle anderen, die ich jetzt übersehen habe oder die sich noch nicht zu Wort gemeldet haben. Und ich hoffe, ihr hattet soweit eine gute Woche und einen guten Start. Und wir wollen uns, wie gesagt, heute im Livestream, das war sehr, sehr deutlich mit 62%, dem Thema Raumstation widmen. Und ja, wir bauen einfach mal Stock eine Raumstation. Wir gucken mal, wie weit wir kommen in den zweieinhalb Stunden. Und ja, jetzt könnten wir natürlich einfach losbauen, aber ich wollte natürlich gucken, dass wir uns so ein bisschen Vorbild nehmen und nebenbei noch ein bisschen was Interessantes für euch rumkommt. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme mir mal die ISS ein bisschen als Vorbild. Das heißt jetzt nicht, dass wir die ISS nachbauen. Das würde A, den Livestream sprengen und B, gehen viele Teile, wie zum Beispiel dieser Roboterarm und sowas, ohne Infernal Robotics ja gar nicht. Und deshalb werden wir aber trotzdem uns ein bisschen an der ISS orientieren und ja, ich werde euch ein paar interessante Fakten hoffentlich mal so zum Thema ISS noch unterbreiten können. Die ja momentan die einzigste in Betrieb befindliche und bisher auch größte Raumstation ist und von vielen, vielen Nationen betrieben wird. Und angefangen hat das Ganze mal in den späten 90ern, als die Russen und die Amis zusammengearbeitet haben, nachdem der Kalte Krieg so langsam zu Ende war. Und klar war, dass es die Mir nicht mehr für ewig machen wird und die Amerikaner auch gerne eine Raumstation bauen wollten. Also das Projekt hieß, glaube ich mal, Freedom ursprünglich und dann haben sie halt leider festgestellt, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, wie man eine Raumstation baut. Die Russen aber schon. Und die Russen hatten rein zufällig auch noch aus der Sowjetzeit haufenweise Raumstationsteile rumliegen, aus denen man ganz gut eine neue Raumstation bauen konnte. Also haben sie sich zusammengetan und haben, ja, die ISS begonnen zu bauen. Also die erstmal als Arbeitstitel internationale oder International Space Station hieß. Ja, und dann konnte man sich aber international auf keinen brillanteren Namen einigen, weil alle irgendwie nationale Interessen hatten. Und siehe da, sie heißt heute noch ISS und sie ist immer noch oben. Und ja, was haben wir denn so für Fakten zum Thema ISS? Die ISS ist so um und bei, ich glaube jetzt so 450 plus Tonnen schwer, bewegt sich auf dem Orbit zwischen 320 und 430 Kilometer Höhe, je nachdem wie gerade so die Tagesform ist und ist seit, ich glaube, Anfang der 2000er permanent bemannt. Ja, und das Skylab, weil die Frage gerade kommt, das ist abgestürzt. Also das ist auch wieder eingetreten irgendwann. So, und jetzt würde ich aber sagen, fangen wir mal an und bauen mal eine Raumstation. Und ja, weil die Frage auch kam, das ist die 1.2. Das werdet ihr nachher sehen mit diesen lustigen Funkverbindungen, die es so gibt. Und das heißt, wir sind natürlich noch im Pre-Release und das heißt auch, es gibt keine Mods. Es ist alles komplett Vanilla und wir bauen einfach mal drauf los. Und ich hoffe, dass ich das alles in die richtigen Größenverhältnisse hinbekomme. So, wie ging es denn damals los bei der ISS? Und zwar haben sie damals angefangen mit einem ersten Modul, das sich Sarja nannte. Das ist von den Russen gewesen und war der russische Begriff für, ich glaube, Morgenröte ist es. Und war eigentlich so der erste Steuerungs- und Energieblock, mit dem an der ISS begonnen worden ist. Und ich würde sagen, so fangen wir jetzt auch mal an. Und bauen uns unser erstes Modul. Und dafür brauchen wir aber erstmal eine ordentliche Trägerrakete. Und das erste Ding ist unbemannt nach oben gegangen. Also werden wir natürlich auch mit einer unbemannten... Also es war eine Proton-Rakete. Ich glaube eine Proton-M, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine Proton-Rakete. Und wir fangen jetzt auch einfach mal an und bauen uns eine unbemannte Trägerrakete. Und da ich keine Ahnung habe, dank kein Kerbal Engineer und so weiter, sind wir einfach mal recht konservativ, was das angeht. Und wir fangen einfach mal mit so einem ollen Probe Core an und bauen uns... Achso, ist alles irgendwie anders sortiert. Guck mal. Ach, witzig. Ist jetzt irgendwie Ground, Thermal, Electric. Ich nehme an, Batterien sind bei Electrical drin. Tatsächlich völlig verblüffend. Zwei sind besser als eine. Und dann nehmen wir uns noch so ein Steuerungsnupsi mit. So, dann haben wir schon mal den
Probe Core. Und ich würde sagen, da direkt unten drunter klatschen wir auch mal die finale Stufe, mit der wir das Ding in den Orbit schieben. Die Proton gab es übrigens in verschiedensten Varianten. Ich glaube, es gab eine zweistufige Variante und es gab später Varianten mit bis zu 4 Stufen. Und ist eine der potentesten Schwerlastraketen, die auch heute noch in Benutzung sind. Wenn wir sie gleich... Ich werde sie so ein bisschen versuchen nachzubauen. Die Proton ist relativ markant zu erkennen. Was sie nämlich hat, ist, falls ich es jetzt mal nachschlage, die hat quasi so einen zentralen Tank und außen dran so 4 Booster. Und bei der Proton ist es halt so, dass quasi, ich glaube, innen ist der Oxidizer und außen ist dann der Treibstoff. Also das war quasi getrennt. Ja, eine interessante Mischung. Also ist mal ein bisschen anders als bei manch anderen Raketen. Achso, und wir sollten dem Kind hier vielleicht noch einen Namen geben. Ich nenne es jetzt mal die Kerbal Space Station Transporter-Rakete, weil ich habe vor, dass wir diese Rakete jetzt heute nur einmal bauen und den Rest des Abends dann immer wieder benutzen, wenn sie funktioniert. Weil ich habe jetzt nicht Bock drauf, 1000-mal eine neue Rakete zu designen. So, und die ist dann natürlich groß. Wer hätte es gedacht? Machen wir ein Fairing drum? Wir machen ein Fairing drum, weil es einfach schöner aussieht. Zack, das bauen wir jetzt aber noch nicht. Da soll noch was rein nachher. Und dann bauen wir uns eine... ordentliche Rakete. Oh, das sieht doch schon ganz schön aus. Wir können jetzt natürlich nicht irgendwie Oxidizer und Treibstoff trennen, aber das muss uns ja noch lange nicht aufhalten, das designtechnisch ähnlich zu halten. Was wir jetzt nämlich einfach machen, ist... mal gucken, ob das funktioniert. Wir bauen uns einfach an die Kiste die Booster so mit ran. Zack. Oh. Zack. Zack. Oh ja, ein bisschen noch, ne? Ah, das ist ein bisschen zu viel. Dann nehmen wir 400er. So. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Es geht ja fleißig voran mit der 1.2. Also man kann ja fast schon sagen, es ist nicht völlig unwahrscheinlich, dass wir vielleicht sogar noch im... warte mal. Im September ein Release zu sehen bekommen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Hier sollte er schon drauf. Hä? Kasperköpfe. So, ist gut genug. So. Dann strutten wir das hier gegen das schwerste Part. Ja. Und was nehmen wir da als Engines mit ran? Ich weiß nicht. Den Reliant. Einfach boostern. Einfach nur boostern. So, und jetzt schieben wir das Ganze so ein bisschen rein. Das müsste eigentlich funktionieren. Jupp. So. Sieht das schon fast aus wie eine Proton. Wir können es jetzt natürlich nicht abtrennen, aber egal. So. Jo, ja, das mit den Fairings habe ich schon gelesen, habe ich aber noch nicht probiert. Ich nehme mir mal kurz einen Schluck. Moment. Ja, werden wir, glaube ich, jetzt aber auch noch nicht probieren müssen. So, das nehmen wir mal als Trägerrakete. Das sollte eigentlich im Großen und Ganzen reichen. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob es hier irgendwie eine coole Rakete gibt. Steht da jetzt irgendwas mit Reichweite? L1. Wir haben Level 3 DSN, weil wir jetzt Sandbox spielen. Also haben wir 354 Millionen Meter. Das wird hoffentlich ausreichen. Da braucht man dann also nur eins von den Dingern. Drehen wir mal so ein bisschen stromlinienförmig und wir bauen es auch an den Hauptpart an. So, und dann bauen wir oben drauf eine Docking Unit, damit wir da unser Bauteil anbauen können.
Und das bekommt als ersten Part natürlich eine Docking Unit. So, und jetzt, was hat die Sarja, also die Morgenröte, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich bin leider nicht in Russland aufgewachsen, deshalb kann ich das nicht genau sagen. Die Morgenröte war auf jeden Fall ein Energiemodul, also packen wir ihr mal ein bisschen Dings rein, ein bisschen Stromspeicher. So, das sollte aber erstmal reichen. Und sie war auch das erste Antriebsmodul und ich würde sagen, wir machen das einfach mal, indem wir RCS reinbauen. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Probe Core, damit wir mit dem Ding hier auch irgendwie Kontrolle ausüben können. So. Und ich hätte jetzt mal gesagt, aus designtechnischen Gründen bauen wir da auch schon mal so ein bisschen was zum drin sitzen ran. Ja, so ein Hitchhiker-Container, ne? Dann hat man hier schon mal irgendwas, wo drin man wohnen kann. So, und dann kommt oben drüber nochmal ein Fuel-Tank. Zack. Und damit symmetrisch bleibt, kommt. Wir machen es symmetrisch. Ich liebe Symmetrie. Symmetrie ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Machen wir jetzt hier genau das Gleiche nach oben wieder raus. Und haben damit dann unser erstes Teil. Ja. Space Station. Also ist jetzt natürlich noch nicht ganz fertig, denn was fehlt uns noch? Genau. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendeine Form von Stromerzeugung. Und da das erste Modul war, musste das sich natürlich auch mit Strom versorgen. Also sollten wir tunlichst noch gucken, dass wir uns ein paar Solarzellen mitnehmen. Und jetzt haben wir hier natürlich die Fenster. Aber aus Gründen der Symmetrie gibt es halt jetzt keine Fenster mehr. Es ist ja nicht. Es ist ja nur so ein Übergangswohnteil, ne? Da wohnt ja jetzt auch noch keiner. Also sind die Fenster jetzt hiermit geopfert für Solarzellen. So, damit haben wir Strom. Wir haben Treibstoff. Jetzt brauchen wir noch ein paar Kontrolldüsen, damit wir das Ding auch bei Lageveränderungen wirklich manövrieren können. Und die bauen wir natürlich auch höchst symmetrisch an. So. Und damit haben wir quasi jetzt unseren Space Station Core. Ja, die Sarja quasi. Von hier bis hier, das ist der Core. Den transportieren wir jetzt als erstes nach oben und werden dann auf Basis dieses Cores nach und nach unsere Raumstation aufbauen. Und damit das jetzt nicht ganz fürchterlich aussieht, bauen wir uns jetzt noch ein Fairing außen drum. Hm, muss schon irgendwie grün werden. Wie klein können wir gehen? So klein können wir gehen. So, zack, zack. Zack. Schon ein bisschen schmaler werden. Ah, vielleicht wollen wir das noch strutten. Ich habe gerade Pipi in der Hose, dass das irgendwie vielleicht nicht so stabil ist, wie ich es gedacht habe. Wir könnten natürlich erstmal sagen, wir machen hier auch ein Auto-Strut gegen das Heavy's Part. So, und sicherheitshalber machen wir nochmal echte Struts ran. Ich weiß noch nicht, wie sehr man diesem Auto-Strut-Feature trauen kann. Deshalb bin ich einfach noch ein bisschen nervös. Jo, und genau, danke für den Hinweis. Klar, eine Antenne sollten wir oben auch noch dran packen, denn die Raumstation muss ja kontrollierbar sein. Ich glaube, der Probe Core hat eine gewisse Reichweite, das können wir jetzt gleich noch nachgucken. Aber ja, so eine Antenne ist einfach nicht falsch und die packen wir hier natürlich neben unser tolles Missionssymbol. Und jetzt schauen wir gleich mal. Also, das Ding hier hat mit einem Level 3 Deep Space Network 35 Millionen Meter. Also reicht eine Weile. 3500 Kilometer Höhe müssten das sein. Also so hoch wollen wir die Raumstation nicht packen. Von daher ist alles gut. Aber die Antenne nehmen wir aus Stylegründen natürlich trotzdem mit. So, also jetzt das Fairing drum. Und ich wäre natürlich auch nicht ich, wenn ich euch nicht nur mit so Kram voll quatschen würde, sondern ich habe natürlich für den Lauf des Livestreams auch noch ein bisschen was vorbereitet. Das habe ich mir heute nicht nehmen lassen. Das heißt, wir werden jetzt natürlich hier nicht nur mit irgendwie einer Proton rumfliegen oder Proton-Imitat rumfliegen, sondern ich habe so eine kleine Überraschung noch vorbereitet. Das werden wir dann, ich sag mal, bei dem zweiten Teil vielleicht sehen. Vielleicht geht es auch fürchterlich in die Hose, aber mal gucken. Wir machen das auf jeden Fall mit Style. Den Rest könnt ihr euch jetzt mal überlegen, was das sein könnte. Und ansonsten sage ich jetzt mal Prost in die Runde, da ja, es ist glaube ich immer noch Oktoberfest und aus Gründen des Oktoberfests habe ich heute natürlich,
hier ein feinstes, kurze Werbeeinblendung, Augustiner helles Vollbier stehen, so als Anfang. Später werde ich mich einem Schwarzbier aus Schwaben zuwenden. Aber erstmal gibt es einen Augustiner, denn es ist schließlich Oktoberfest. In diesem Sinne ein kräftiges Prost in Richtung München und Bayern. Ich hoffe, ihr feiert alles schön. Und wenn nicht, habt ihr hoffentlich Zeit, den Livestream zu gucken. In diesem Sinne erstmal Prost, bevor wir das Ding hier starten, trinke ich erstmal einen Schluck. Prost! Ah, so. Nee, ich feiere kein Oktoberfest, aber ich trinke dann natürlich auch mal einen Augustiner bei solchen Anlässen. Und ja, das darf ja auch mal sein. Ne? Das macht den ja nicht zum Süddeutschen direkt. So, vielleicht machen wir hier noch so Startdingers ran. Brauchen wir noch... Brauchen wir Flügel? Wir haben immer Flügel, ne? Ich habe immer Flügel dran. Ich kann nicht fliegen ohne diese Flügel. Ich kann es einfach nicht. Das sind hier meine Stützräder quasi. So, genau, don't drink and fly rockets, aber in diesem Falle haben wir ja diesmal kein Hardcore-Kerbal, wir können jederzeit quick reverten, wenn es scheiße war. Von daher bin ich heute mal relativ entspannt und wir können das ganz gemächlich machen. So, und das Erste, was wir jetzt auch mal machen, ist, wir schmeißen den Kram hier ab hier beginnt, ne, shit, ich muss ab hier beginnen, so, in der Sub-Assembly rein. Und das ist unsere Proton-Imitat-Rakete. So. Zack. Ja, alle, die jetzt natürlich meinen, das ist nicht genau eine Proton und ich bin ganz fürchterlich und habe das nicht originalgetreu nachgebaut. Ihr habt völlig recht. Aber es ist mir egal, weil wir wollen ja ein Ergebnis sehen und nicht 3 Stunden lang an einer Proton... Sonst hieß der Livestream ja, wir bauen einen Proton-Klon. Und so heißt der Livestream nicht. Der Livestream heißt, wir bauen eine Rakete. Wir bauen eine Raumstation. Irgendwie ist das Fairing größer als die Rakete, ne? Ach, was kann schon schief gehen? Was kann schon schief gehen? So, ich peile das mit meinem Daumen. Das sind bestimmt mehr als 4000 Delta V. Und, ja, auf geht's. Mit dem ersten Teil in die Umlaufbahn. Gucken wir mal, wie gut oder schlecht das funktioniert. Ach, optisch ist es auf jeden Fall ein Leckerli, muss ich sagen. Mal gucken, ob es auch fliegt oder ob ich nochmal zurück ans Reißbrett muss. Ja. Ah, 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 ich glaube, wir liegen auf den Flügeln auf. ja, nicht genug Bums dahinter. Okay, aber das, ich habe da einen ganz einfachen Trick dafür. Seht ihr? Seht ihr? Die Flossen sind wichtig. Die haben uns gerade gerettet. Wir haben auf den Flossen gelegen. Um nicht abzustürzen. So, ganz, ganz einfacher Trick. Wir nehmen ein größeres Triebwerk. Tada! So. Größeres Triebwerk. Fertig. So einfach kann es manchmal sein. Zack. Und ich bin mir mal ziemlich sicher, dass es damit dann funktioniert. Und wir auch einen Start hinbekommen. So. Und... Nächster Versuch. Ha, guck mal, schon fliegt das Ding nach oben. So, jetzt müssen wir... Jetzt wird das da hinten natürlich ein bisschen warm wahrscheinlich. Ah ja, irgendwas ist immer, ne? Ist eine Antriebssektion, das muss so sein. So. Oh ja, die hat ja ganz gut Bums, muss ich sagen. Jetzt ist sie fast ein bisschen zu potent. Aber, hey. Wir können ja am Schubregler rumspielen. So, wir sind unterwegs mit dem ersten Teil in Richtung Orbit und ich hoffe mal, dass das auch im Orbit ankommt. Oh, Spritverbrauch ist recht geschmeidig. Oh, ist nicht ganz ohne. Ja, ja, das 1000 kN Triebwerk war tatsächlich nicht so die genialste Wahl. Ich hatte das ein bisschen überschätzt, wie viel die 4 kleinen Triebwerke noch bringen, aber so viel ist es halt erwiesenermaßen nicht. Und hier der Beweis, wir spielen 1.2. Wir haben witzige Signalstärkeanzeigen. So, und ja, wir haben ja heute nicht so viel Zeit, um eine Raumstation zu bauen. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, 10 Kilometer erreicht, Vollgas. So, wir haben Flossen, was kann schon passieren? Und wir haben eigentlich auch eine sehr kopflastige Rakete. Also eigentlich müssten wir das Ding relativ aggressiv fliegen können, ohne dass was Schlimmes passiert. Ja, Mensch, hattet ihr eine tolle Woche? Ich hatte eine tolle Woche. Es war hammer gutes Wetter hier im Norden, muss ich sagen. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt, sehr viel Zeit in der Sonne verbracht und wie ihr sehen konntet, auch ein bisschen Videos produziert nebenbei. Ja, 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 ja. Und mal gucken, vielleicht meldet sich irgendwann in ferner, ferner Zukunft auch noch die Vodafone, wann ich jetzt endlich mein Netz kriege. Und ich hätte mal gesagt,
Kerbin ist ja irgendwie deutlich kleiner und so. Wenn die ISS auf 300 irgendwas Kilometer ist, dann machen wir unsere Raumstation auf 150 Kilometer Höhe. Das ist, glaube ich, eine gute Zahl, dass man einen schönen Ausblick hat. Man will ja auch was sehen. So, jetzt können wir mal langsamer machen. Das reicht jetzt. So, was sagt der Sprit? Der Sprit sagt auch, wir sind gut unterwegs. Das heißt, wir können auch die erste Stufe noch wahrscheinlich suborbital abwerfen. Ist gut. Und dann mit der Hauptstufe uns in den Orbit hochschleichen. So. Guti, mit der Hauptstufe, mit der zweiten Stufe meine ich natürlich. Dann Time Warpen wir jetzt erstmal aus der ollen Atmosphäre raus. Und ich glaube, wir können jetzt auch uns von Fairing verabschieden. Ich muss unbedingt mich daran gewöhnen, dass ich dieses Clamshell-Fairing-Ding einstelle. Ja. Aber auch das kriege ich noch hin. Irgendwann. So, Strom haben wir ja ungefähr 3 Millionen Einheiten Vorrat. Da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Ich würde sagen, wir warpen jetzt mal bis hier so. Schwupp, guck mal. Funkverbindung. Ja. Prorate. Weit haben wir es noch? 52 Sekunden. Dann lassen wir ihn mal kurz drehen. Ja, aber das klappt ja ganz gut. Also dafür, dass das jetzt so über den Daumen gepeilt war mit einer relativ schweren Nutzlast, ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht. So. Also, wollen wir es dann auch Sarja nennen? Einfach mal so, um so ein bisschen der ISS nachzueifern. Morgenröte ist eigentlich auch ein echt schöner Name, ne? So, mal gucken, wann hier Burnout ist. Was mich ja wundert, ist, dass die Tanks... Aber wahrscheinlich... ich glaube, ich bin schon im Orbit. Hoppla. Hoppla. Ach, das ist ja jetzt doof. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal hier hin. Ein bisschen weiter zurück. Da war zu viel Power drin in dem Teil. Na gut, können wir nochmal ein bisschen Korrekturen fliegen. Aber ich glaube, dadurch, dass die Tanks verschmolzen sind, zieht der wahrscheinlich auch gleichmäßig aus allen Tanks. Das wird es wahrscheinlich sein. So. Dreh dich. Hört ihr das? Das finde ich super geil, dass jetzt die RCS-Thruster Geräusche machen. Auch wenn man sie ganz kurz noch feuert. Ich zeige euch das gleich mal, wenn die Lage sich verändert hat. Dann kommen die richtig cool. Dann hat man dieses kurze so... Geräusch, wie man das halt so aus jedem schlechten Space-Film kennt. Ich zeige euch das gleich mal, wenn wir in Position sind. So, aber erstmal machen wir unseren Orbit schick. Das wollte ich nicht. Ich wollte das da. So, jetzt brennen wir den hier auf 150 hoch. So, und jetzt korrigieren wir die 2 Kilometer wieder runter, indem wir, pass mal auf, oh, warte, nein, das wollte ich nicht. So. Cool, oder? Ah, das ist schon Zucker, muss ich sagen. Das ist Zucker. Gut, 152. Dann müssen wir das jetzt hier nochmal ein bisschen runter korrigieren und dann klinken wir Sarja in der Umlaufbahn aus. Ja, da können wir ja, glaube ich, nicht sehr realistisch. Also realistisch ist, dass es gar kein Geräusch macht, weil, genau, Vakuum, ne? Wie viele Geräusche gibt es, wenn kein Medium da ist, um sie zu übertragen? Lasst mich kurz überlegen. Keine. Gar keine. So sieht es nämlich aus. So. Hallo Nico und willkommen. Jo, wir drehen uns hier mit unserem ersten Modul. Und wie viel ist... Oh, so ein ganz kleiner Furz. Ach nee, halt. Ich muss ja retrograde. Wartet mal. Ach, ich habe ja keinen Persistent Rotation. Ich kann ja bescheißen. Ja, Vibrationen an der Hülle hören sich wahrscheinlich ein bisschen anders an, aber kann ich dir nicht genau sagen, ich war noch nie in einem Raumschiff. Ja, und ich finde es auch gut, dass es Geräusche macht. Um Himmels Willen, das ist ein Computerspiel und es soll ja Spaß machen. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Jawohl, dabei ziehen wir den auch gleich noch ein bisschen mit runter. 150,00 und 100. Die 166 akzeptieren wir jetzt einfach. So, jetzt haben wir natürlich den Part, dass wir eine Rakete zu viel quasi haben. Was machen wir denn da jetzt? Wir fliegen einfach die Rakete und deorbiten sie. Das heißt, wir klinken jetzt, machen wir hier mal aus, stabilisieren kurz die Lage. Wir klinken Sarja jetzt aus. Hat sich schon jemand zum Namen geäußert? War das ja alles, dass wir Sarja nennen sollen? Ist es aus? Warte mal. So.
Und Sarja entfernt sich jetzt mal ein bisschen. Wir machen jetzt Control from hier. Zack. Und fliegen ein bisschen weg. So, damit haben wir eine saubere Abtrennung. Machen die Lagestabilisierung an. Drehen uns in die Richtung. Und wir machen unsere erste Stromerzeugung an. So, und damit haben wir ein erstes Modul für die Raumstation draußen im Weltall. Sogar schon mit einer Tür, um an Bord zu gehen. Das war, ich weiß gar nicht, Sarja war, glaube ich, hauptsächlich ein Lagerraum, aber wahrscheinlich hat es dann auch einen Dock gehabt. Ich habe mir die Fotos nicht so genau angeguckt. Und ja, ich habe die letzten 2 Tage mich ein bisschen auf den Livestream vorbereitet. Ich gebe es offen zu. Das weiß ich auch nicht alles auswendig. Also, ich habe mich ein bisschen belesen zu dem Thema. Ein paar Sachen werden jetzt auch sicherlich falsch aus der Erinnerung kommen. Aber im Zweifelsfall, wenn ich mir ganz unsicher bin, gibt es ja Wikipedia, dann kann ich ja nachschlagen. So, und Freund Blasebalg, würde ich sagen, macht jetzt mal einen Schwung in Richtung Retrograde und wird sich wieder deorbiten, damit wir hier, weil wenn wir heute die Raumstation bauen und noch ein paar von diesen völlig überdimensionierten Raketen hier hochschießen, dann wird es hier oben irgendwann echt voll auf dem Parkplatz und ich möchte nicht, dass irgendwie so ein Teil hier durch die Raumstation durchscheppert. Das muss ja nicht sein, ne? Das gibt nur wieder hässliche blaue Flecken. So, das heißt, wir können jetzt mal hier deorbiten mit dem Fuel, den wir noch haben. Mal gucken, vielleicht reicht das sogar, um wirklich zu deorbiten. Nee, reicht es nicht ganz, aber wir können ja ein bisschen cheaten. Wir haben hier nämlich noch Treibstoff in der anderen Stufe und wir wollen ja alles loswerden. Dann nehmen wir den Treibstoff jetzt einfach runter in die Stufe und fliegen noch ein bisschen weiter, bis es für ein Deorbit reicht. So, das müsste locker für ein Deorbit jetzt reichen. Ja, tut es auch. Und wir sind mit der Proton-Rakete wieder weg. So. Ja, aber der Space-Schrott in der Größe ist nicht sinnvoll, weil normalerweise wäre es ja so, dass suborbital, also wenn wir in einem suborbitalen Flug sind, hätte diese Abtrennung kommen sollen. Das wird dann auch funktionieren mit einer etwas größeren Nutzlast nachher, sodass der Brocken quasi weg ist und nur dieser kleine Teil als Space-Schrott übrig bleibt. Ich will nicht, dass da alles als Space-Schrott haben. Und also ich möchte nicht mit einem Hochhaus kollidieren, ja? Space-Schrott ist die eine Sache, aber ein Hochhaus ist eine andere Sache. So, und jetzt müssen wir hier noch eine Kleinigkeit korrigieren, nämlich die Benamung und den Typ. Rename Vessel. Es ist natürlich eine Station und da es jetzt noch nicht die ISS ist, denn es ist bisher nur ein russisches Modul, ist es die Sarja. So. Und die Sarja braucht jetzt als nächstes, und das war dann einige Tage später, einige Tage, einige Wochen, also nachdem die Sarja offen war, oben war und dann auch offen und eröffnet und angeschmissen war, kam als nächstes, welches Bauteil? Na, wer weiß es? Ist jetzt fies, weil Livestream-Verzögerung. Ich gebe euch mal ein paar Sekunden und nehme währenddessen einen Schluck. Na, keiner? Gut, also. Das nächste Bauteil war Unity und Unity ist durch die Amerikaner gestartet worden. Unity war ein Verbindungsknoten, der quasi dafür da war, um an die Raumstation weitere Teile anzudocken. Unity wurde von den Amerikanern hochgebracht und ihr müsst euch das quasi so vorstellen, Sarja ist quasi der Anfang des russischen Sektors. Also es gibt verschiedene Sektoren auf der internationalen Raumstation. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel Unity anbauen, ist das auch das Ende des russischen Sektors. Das heißt, hier hinten raus werden dann die weiteren Module angebaut, die den russischen Sektor ausmachen. Also so diese ganzen, ich glaube, die hatten dann noch ein Wohnmodul, kam, glaube ich, dann als drittes hoch. Und dann ging der Betrieb auf der Raumstation los. Und hier kam eben der Unity-Knoten ran, um dann den amerikanischen Sektor aufzubauen. Und auf der Raumstation ist eben alles aufgeteilt. Also die Russen haben halt dann quasi die Bordcomputer, glaube ich, unter ihrer Kontrolle und so weiter und so fort. Das ist halt alles aufgeteilt. Okay, so viel erstmal zu dem Thema. Aber wir haben jetzt Sarja oben. Das heißt, wir kommen jetzt zu dem Part, dass wir Unity bauen müssen.
Und Unity ist ein Verbindungsknoten. Ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Ich würde halt so einen lustigen Bubble-Knoten bauen mit ein bisschen Undock-Kapazität, dass wir das Ding andocken können, weil wir haben ja keine Arme und auch keine. Wir haben kein CAS oder KISS oder sowas. Wir müssen das jetzt alles mit Stockmitteln machen, also müssen wir es direkt andocken und auch keine Space Shuttle-Arme. Eigentlich war es so, dass Unity mit der Raumfähre Endeavour gestartet worden ist, also mit dem Space Shuttle. Und Endeavour hat sich mit seinem Arm Sarja dann geschnappt und festgehalten und dann quasi das Modul rangebaut. Ne? So. Gut, kommen wir also zu dem Part Unity. Unity wurde, wie gesagt, durch einen Space Shuttle gestartet und zwar durch die Endeavour und das Ganze einige Wochen nach Sarja. Und dafür habe ich schon mal was vorbereitet und ich hoffe inständig, dass es funktioniert. Ich habe heute einen kurzen Testflug gemacht. Er sah nicht völlig beschissen aus. Ich habe uns mal einen Space Shuttle gebaut, damit wir die amerikanischen Missionen, wie die Amerikaner fliegen können, nämlich indem wir hier drin Teile verbringen, die zur Raumstation hoch sollen, und die mit dem Space Shuttle zur Raumstation bringen und danach das Space Shuttle auch wieder landen, wie so echte, ne? Space Shuttle-Piloten. So, dafür muss ich aber, glaube ich, das Staging noch ein bisschen ordentlich machen, damit das hier nicht alles total fürchterlich wird. So, zack, 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 zack. Der muss noch da hoch. Der muss auch noch da hoch. Der muss da hoch. Und der muss da hoch. Ja, schauen wir mal, wie gut das nachher zu fliegen ist. Wir haben jetzt hier innerhalb von Endeavour quasi immer Platz, um Dinge reinzubauen. Und hier bauen wir jetzt mal den Verbindungsknoten Unity rein. Und gucken mal, ob wir den hochgeflogen bekommen. Also wie gesagt, den Testflug habe ich jetzt ohne Nutzlast gemacht. Das hat irgendwie so halbwegs funktioniert. Also wir reden mal nicht über schmutzige Details. Es ging so, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und damit wir Unity auch bewegen können, brauchen wir auf jeden Fall, ob es uns gefällt oder nicht, auch einen Probe-Core in dem Ding drin. Geht halt einfach nicht anders. Und wir werden auf jeden Fall einen Monopropellant-Tank. Gibt es leider nicht kleiner, ne? Ah, doch, ich könnte ein bisschen cheaten. Schauen wir gleich mal. Ich glaube, ich cheate mir einen richtigen Monopropellant-Tank. So, machen wir das so. Ne, da gab es noch so ein hübsches Teil zum Aufsetzen vorher. Wartet mal, ist es das hier? Ne, es ist das größere. Zack, so ist es, ne? Genau. Gut. Also, wir bauen uns jetzt einen Verbindungsknoten, der einfach nur dafür da ist, viele andere Dinge aufnehmen zu können. Ach so, der funktioniert natürlich nicht, wenn. Wie machen wir das denn mit dem Probe Core? Wir klatschen den Probe Core da trotzdem dazwischen. So. Zack. Jetzt ist er weg. Und weg ist er. So, hallo. Du sollst schon da ran. Jetzt will er mich gerade nicht. Das Shuttle zum Download geben. Ich kann das Craft-File gerne zur Verfügung stellen. Ich habe das halt heute mal eben schnell zusammengebastelt. Also erwartet da jetzt nicht allzu viel High-Performance von. Ich hoffe, dass das überhaupt funktioniert. Aber ja, ich kann es gerne nach dem Livestream zum Download in meine Dropbox schmeißen. Ist nicht gecopyrighted. So, zack. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir es immer weiter rotieren. Zack. Oh, ich hoffe, das passt. Es wird relativ knapp, aber wird irgendwie werden. Und wir könnten eigentlich. Nee, da muss ich immer wechseln. Das ist. Zack. Ah, nein. Es ist weggeflogen. Komm, geh ran. Wattengefummel. So. Zack. Und. Zack. Und. Last but not least. Ja, aber jetzt ist das Space Shuttle schon fertig. Jetzt ist das halt so.
So, ein Dockingport und den brauchen wir so, glaube ich. Zack. Oh Gott, oh Gott. Läuft. Dope. Das war ein zu viel. Ohne Alt. Zack. Wir vervielfachen Dinge. So. Und ich glaube, hier unten könnte man noch eine kleine Batterie dazwischen bauen, dass wir genug Zeit haben, das Ding auch wirklich anzudocken. So. Obwohl, jetzt könnte ich es eigentlich sogar. Oh, wisst ihr was? Ich dock das direkt aus dem Space Shuttle an. Dann braucht man keinen Probe Core und keine Batterien. Ich mach's per Hand. Ich docke es direkt aus dem Space Shuttle raus. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Ich nur noch diesen ollen Teller da wieder ranbekommen. So. Und noch ein letzter Dockingport. Nee, nee, nee. So. Gut, dann haben wir hier unseren Verbindungsknoten. Jetzt müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich. Er guckt ein bisschen raus, aber das lassen wir gelten, würde ich sagen. Zack. Schön, oder? Also, damit müssten wir dann eigentlich nur noch so randüdeln und das da an den Dockingport bringen. Und dann haben wir quasi unseren Unity-Verbindungsknoten, der uns in alle Richtungen den weiteren Ausbau ermöglicht. Und eigentlich können wir davon. Wollen wir gleich zwei nehmen, weil wir müssen uns ja jetzt nicht an alles direkt halten. Ich probiere es mal mit einem, ob ich die Nutzlast nach oben bekomme, okay? Lasst mich erstmal mit einem ausprobieren, ob ich das überhaupt hinkriege. So, und Idle, deine oder Idle, deine Krakenbeschwörungen sind nicht konstruktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt würde ich mal gucken, dass wir dieses Space Shuttle in hoffentlich einem Stück hochbekommen. Naja, das braucht keine Struts, das wiegt ja nichts. Ich meine, wir haben jetzt ein Gewicht von 212 Tonnen und wenn ich das da abbaue, haben wir ein Gewicht von 209 Tonnen. Also das Ding da sind 3 Tonnen Nutzlast, das werden wir wohl ganz knapp hinbekommen. Also das ist mit einem Senior Docking Port festgemacht. Wenn das wackelt, dann. Ah. Und außerdem an allem anderen sind Struts dran. So, wir haben natürlich hier unsere tapfere Crew. Ja, Jebediah, Bill, Bob und Valentina, alle sind mit dabei. Und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir mit dem Ding nach oben kommen. Mal schauen, ob es uns zerstört wird oder nicht. Wir können ja zum Glück reverten, wenn alles blöd ist. So, es steht schon mal. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken. Ach, guck mal, ich bin ein Flugzeug. Ho, ho, ho. Ach, guck mal, da ist die Space Station. Wir waren echt schnell. Ich möchte das gerne als Target. Und dann möchte ich gerne, dass es wieder am Anflug ist. Oh, wollen wir Nachtstart machen oder wollen wir lieber warten, bis es wieder Tag wird? Tag oder Nachtstart? Ihr habt die Wahl. Wir haben eine Stimme für Tagstart. Wir haben eine Stimme für Nachtstart. Tag. Nacht, Nacht, Nacht. Okay, ihr wollt den Start sehen. Beides. Ja, gut, dann machen wir halt alles Mögliche an Starts. Dann starten wir jetzt erstmal. Machen wir jetzt erstmal einen normalen Start. Ja, das reicht von der Entfernung. Mal gucken, wie gut sich dieses Shuttle fliegt oder eben nicht fliegt. Und wir müssen natürlich unbedingt das Licht anmachen. So, und dann hoffe ich mal, dass das alles so funktioniert. Ich weiß noch, dass es ziemlich nach hinten losgetanzt ist. Vielleicht brauche ich auch ein, zwei Versuche für den Start. Ich mache mal einen Quick Save. Man weiß ja nie. Und los. Ein bisschen angedotzt, aber alles unter Kontrolle. Jebediah macht das. Kriegen wir alles hin. Alles noch gut. Das sah nur gefährlich aus. Das sah nur gefährlich aus. Da, da, da. Da, 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 da.
Okay. So, jetzt nicht die Kontrolle verlieren. Toll zu fliegen ist es nicht, deshalb machen das normalerweise Computer und nicht so Typen wie ich. So. Aber wir haben... Okay, jetzt liegen wir halbwegs stabil. Jetzt liegen wir halbwegs stabil. Und wir sind unterwegs in Richtung Raumstation. Okay. Wir sind unterwegs. So, Booster Sap in wenigen Sekunden. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ging so. Ist aber, glaube ich, nichts Wichtiges kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was explodiert ist, aber es scheint kein tragendes Teil gewesen zu sein. Wir fliegen noch. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir orbittechnisch so stehen. Wir sind bei 53 Kilometern. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, wir sind immer noch unterwegs und es tanzt so ein bisschen vor sich hin, aber es fliegt noch. Es fliegt noch. Okay, ich glaube, wir können flacher gehen jetzt. Deutlich flacher gehen sogar. Okay, das sieht doch insgesamt gar nicht schlecht aus. So, wir müssen auf 166 Kilometer hochklettern. Ach Gottchen, und wir sind viel zu zeitig da. Nutzen wir das noch, um unseren Orbit ein bisschen anzupassen. Ja. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen Schub rausnehmen, weil ich langsam die Kontrolle verliere, weil der Tank zu leicht wird. So. Wir gehen jetzt mal ein bisschen höher. Oh, und wir müssen noch ein bisschen was angleichen gleich. Aber das machen wir dann gleich. So, wir sind unterwegs und können jetzt mal das Shuttle drehen. Wir brauchen jetzt nicht mehr auf dem Rücken reiten. So, wir sind fast im Orbit angekommen. Wir müssen jetzt natürlich noch die Reise machen und noch ein bisschen unsere Plane Changes durchführen, aber das kriegen wir alles gleich noch hin. Ja, und wie ihr hinten sehen könnt, das ist den meisten ja nicht so gewahr. Also am Space Shuttle sind die Triebwerke nämlich am Space Shuttle dran und der Tank ist außenliegend. Und für den orbitalen Flug nachher hat es Monopropellant-Triebwerke, weil das ist am echten Space Shuttle auch so. Dass es dann halt quasi so kleine Orbitaltriebwerke hat. Und nicht mit diesen riesen Dingern im Weltall rumballert. So, wir könnten aber eigentlich mal gucken, dass wir hier das Ding hier ein bisschen hochziehen, oder? Wird das schon mal ein bisschen besser? Zack, na komm. Machen wir das Manöver gleich noch. Da haben wir schon mal einen kleinen Angleich von der Plane. Dann sind wir nicht ganz so weit außen. So. Ich fliege ihn jetzt schon mal, damit ich ihn nicht mit ganz so viel Schub fliegen muss. Weil, wie man sieht, ist es jetzt ein bisschen am Tanzen. Das hält sich. Ja. Ja. Ich könnte natürlich ACS einschalten zur Unterstützung, aber das wäre ja langweilig. So. Gut. Jetzt sind wir am besten Punkt schon mal auf 210 Kilometer ran und wir müssen noch ein bisschen was an unserem Orbit machen. Und das machen wir da so. Na, warum Time Warp denn nicht? Ist er Warp hier. Und los. So. Gut, wir sind fast im Orbit angekommen und das ist aber auch ganz gut, dass wir noch suborbital sind. So soll es nämlich sein, weil der Tank soll wieder eintreten, damit der nicht im Orbit nachher rumschwirrt. Von daher alles korrekt, so wie es ist. So, wir warten noch kurz. Und geben unseren letzten Sprit dann aus für Verbesserung unseres Orbits. So, und jetzt lösen wir uns von dem Tank.
So, und zünden unsere Monopropellantriebwerke und geben Gas. Und hoffentlich reicht das noch, um unseren Orbit jetzt fertig zu brennen. Eigentlich sollte es das nämlich. Oh, mal gucken. Mal gucken. So. Die Monopropellant-Tanks sind hier und hier. Also das sind meine beiden Monopropellant-Tanks. Also ich habe da einen gewissen Vorrat mit dabei. Ich hoffe nur, ich habe mich jetzt nicht verzockt von der Geschwindigkeit her. Ich bin nämlich ganz schön langsam, muss ich sagen. Ich hätte flacher gehen müssen und dann mit dem Monoprop anfangen. Weil ich habe so die Befürchtung, dass das eher in einem Wiedereintritt enden wird. Damn! Damn, damn, damn. Das könnte knapp werden. Mal gucken. Wir wehren uns natürlich fleißig gegen sowas, aber... Ja, das könnte knapp werden mit dem Orbit. Aber wir sind noch auf 160 Kilometer. Das ist noch nicht alles schlecht. So, ich nehme mal alles an Triebwerk zur Hilfe, was ich habe. Oh, und ich habe irgendwie aus Versehen noch Liquid Fuel in den einen Dings drin. So. Na los, hoch mit dir. In den Orbit. Gib Gas. Also, flacher hätte ich fliegen müssen. Und dann korrigieren. So ist es halt. Ah, 157, also wir haben noch einige Kilometer Platz. Und weit hat's der Orbit ja nicht mehr. Na doch, er hat's schon noch ein Stück. Verdammt! Come on! Los, los, los! So, ein guter Zeitpunkt, Bier zu trinken. Ach, den Wiedereintritt kriegen wir schon irgendwo hin. Wenn nicht, klauen wir uns ein bisschen Monopropellant an der Station. Kriegen wir alles hin. Jetzt müssen wir nur erstmal nach oben kommen, dass wir auch im Weltall bleiben und nicht wieder stumpf nach Kerbin zurückfallen. Das wäre nämlich ein bisschen peinlich. So insgesamt, meine ich. Ja. 149. Ja, Gas geben. Gas geben. Ja, ich muss unbedingt noch gucken. Ich habe aus Versehen hier hinten drin noch. Die sind nur so tragende Teile. Das Liquid Fuel kann ich noch ablassen. Da sparen wir uns nochmal Gewicht. Das hat da eigentlich nichts verloren. So. Ja, wenn es hängt, einfach mal den Stream neu laden. Auch wenn das wahrscheinlich den Leuten, bei denen es hängt, nicht hilft. Ah, guck mal. Fast ein Orbit. Wir sind auf 146 Kilometer. Ah. Chaka, wir schaffen das. Wir schaffen das. So, wir haben noch über die Hälfte unseres Monopropellants. Das sieht gut aus. Kriegen wir alles hin. Wir kriegen das hin. So. Also, wir fliegen schon noch nach Kerbin zurück. Das ist ja die Idee hinter einem Space Shuttle, dass man auch eine Landung wieder machen kann. Das machen wir aber, nachdem wir unsere Mission erledigt haben, denn... Wir haben jetzt erstmal was zu tun, das da heißt, ein Modul abliefern bei der Raumstation. Dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen Höhe gewinnen. Und wir sind aber auf einem guten Weg, das zu schaffen. Auf einem sehr guten Weg sogar. Das kriegen wir hin. Ab jetzt wird es gleich relativ einfach, wenn wir erstmal den Orbit erreicht haben. Und dafür fehlen uns nur noch 20 Kilometer Höhe. Und die nehmen wir gerade schnell auf. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Wirkt am Anfang ein bisschen knapp, aber mal gucken. So, dann schauen wir mal, ob wir auch noch bei der Station ankommen. Aber das sind so die Sekundärsachen, ne? So, also Periapsis liegt bei 149. Und Apoapsis bei 166. Das heißt, wir müssen noch Gas geben. Wir müssen weiter Gas geben. So, jetzt können wir mal ein bisschen umpumpen schon mal.
alles nach hinten bitte, damit wir später eine gute Gewichtslage haben, wenn wir mal landen müssen. Zack. So. Jawohl. Es wird doch alles. Es wird doch. Oh, jetzt wird es langsam auch ein bisschen dünner mit dem Treibstoff. Aber auch das werden wir überleben. So, wir machen jetzt erstmal die Apoapsis so auf 170 Kilometer hoch. Damit wir da schon mal drüber liegen. Jawohl. So, und dann, wo haben wir unsere nächste Möglichkeit, die Plane anzupassen? Hier. Okay, dann machen wir hier den Plane Change. Hier drüben. Der sollte überschaubar sein. Vom Aufwand her. So, einmal gucken. Zack, sauber anpassen. Damit wir auch bei der Raumstation ankommen. Falsche Richtung. Gerade die Tage noch erklärt, ne? Estimated Burn 57 Sekunden, was? Frechheit. So. Aufs Manöver ausrichten. So. Wie viel Treibstoff haben wir hier noch drin? Monopropellant 29. Alles nach hier hinten. Alles rein. So, 614. Gut, wir brauchen 59 Sekunden, also können wir Warp to Next Manöver machen, wenn das so hinhaut. Ich treffe den Orbit gerade nicht. Nee. Warp to Next Manöver. So, Moment, bauen wir noch Entfernung auf, weil wir unterm Orbit fliegen von unserer Raumstation, aber das wollen wir jetzt natürlich gleich ändern. So. Ausgerichtet sind wir und los geht's. More. Wir werden da auf jeden Fall nicht mehr mit allzu vollen Tanks ankommen. Genau, also Space Shuttles funktionieren halt mit Monoprop im Orbit. Also mit so Kaltgas-Antriebswerk-Dingern. So. Weil auch der ganze Treibstoff ja in dem, ja, also es ist aber im Prinzip ein, also es ist nicht das Haupttriebwerk, mit dem geflogen wird, es ist so ein separater Orbitalantrieb. Der macht den Rest des Orbital Burns oder die Orbital Injection und ist dann eben für sämtliche Orbitalmanöver zuständig. So. Jetzt haben wir den gleichen Orbit schon mal und jetzt warpen wir nochmal hier so hin. Da so hin. Ja, jetzt kommt die Raumstation nämlich langsam auch schon näher. Und wir machen jetzt unseren Orbit auf der anderen Seite auch noch höher. Also 166 zu 149. Das heißt, wir drücken jetzt unsere Apoapsis gleich ein bisschen hoch noch, dass wir über die 149 rübergehen. So, und dann haben wir ihn. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. Ich würde sagen, wir gehen mal so auf 152, 153. Das ist ja nicht gigantisch, was wir einholen müssen. So, und jetzt wird es mit jeder Runde ein bisschen weniger. Theoretisch. Jetzt ist er bei 281, hier hinten ist er dann schon... hier ist er bei 297. Warum auch immer. Okay, wir drücken mal noch ein bisschen höher. So. Das muss für heute reichen. So. Gut, dann würde ich sagen, Rotation, bis die Raumstation uns nahe genug gekommen ist. 208. Jetzt entfernt sie sich gerade wieder, weil wir da in dem Sektor halt einfach unter ihr liegen. Ist aber nicht so wild, weil im Großteil des Orbits kommt sie an uns ran. Ja, ich verbinde mich ja mit der Sarja. Das ist ja der Plan. Ich docke den Unity-Knoten aus meinem Docking Bay raus an. Das ist mein Plan.
falls ich noch Monopropellant dafür habe. Das werden wir gleich sehen. Mal gucken. Hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. So, da haben wir jetzt noch 159 Kilometer. Oh, es wird spannend. Nächste Umdrehung sind es noch 102 Kilometer. Ah, guck mal, hier kommen wir jetzt schon auf 113, okay. Ja, hier war irgendwie was, ne? Irgendwie wird er hier kurz immer durch die Verschiebung des Orbits ein bisschen wieder auf Abstand gebracht. Ja, ich kann notfalls auch die Station ans Shuttle docken. Also wenn wir ganz kleinlich sind, kriegen wir das alles hin. Es wird auf jeden Fall genug Sprit zum Deorbiten da sein. So, wo sind wir hier? 45 Kilometer, okay. Mal gucken, wie die nächste Runde aussieht. Oh, wahrscheinlich wird uns jetzt die Station dann überholen. Ne, ja, ein bisschen. So, das heißt, wir sind dann bei 11 Kilometern und ich möchte das gerne aber ein bisschen reduzieren. Guck mal, sehr schön. 3 Kilometer bei 12 Unterschied. 2 Kilometer. Oh, jetzt waren wir ein bisschen drüber. Eins, 09, 08, 06, 05, 300 Meter. Ja, kriegen wir da noch was rausgereizt? 200? 100 Meter. 100 Meter ist gut. 100 Meter nehmen wir. So, 100 Meter bei 20 Metern pro Sekunde Geschwindigkeitsunterschied. Das klingt wie ein machbarer Abfangkurs und dafür müssen wir sage und sage 2,2 Meter pro Sekunde brennen. Hab doch gesagt, das reicht. Prost. Ah, Oktoberfest. Und Idel, nein, es macht nichts bumm hier. Du hast deine Befriedigung bekommen beim letzten HKK-Livestream, aber heute nicht. Heute gönne ich es dir nicht. Da hinten ist schon die Station zu sehen. Heute wird nichts explodieren. Also gut, vielleicht explodiert auch noch irgendwann was. Wir werden es sehen. Ist halt eine Raumstation, aber nicht sofort. So. Brennen wir hier mal den Rest. Hier geblieben. So, das reicht. Damit sind wir bei 0,3 Kilometer da hinten. So, und dann würde ich sagen, warpen wir dahin. Ich mache eine kurze Annäherung, aber das Docken machen wir dann auf der hellen Seite. Und das Space Shuttle, also ich werde jetzt nicht jedes Teil mit dem Space Shuttle hochfliegen, sondern wir werden den Rest mit der Rakete natürlich nach und nach machen. Aber ich finde das mit dem Space Shuttle eigentlich ganz cool. Mal gucken, wie das Docking-Manöver funktioniert. Weil das ist zumindest was, was man nicht alltäglich macht. Ne? Ist halt einfach mal was anderes. So, wir haben 19,6 Meter Speed auszugleichen. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt mal an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist doch alles sehr entspannt. Was heißt denn hier selbst der Winter nicht? Also. Idel, manchmal glaube ich, du hast gerade deine Tage oder sowas. So. Und schwupp. So, und jetzt fliegen wir langsam aufs Ziel zu. Aber nicht zu schnell, wir haben ja Zeit. Wir müssen ja erst da sein, wenn es drüben wieder hell wird. So. Das heißt, wir haben da hinten, naja, 400 Meter sagt er, aber das glaube ich ihm einfach nicht. So, wir nähern uns mit
großen Schritten der Raumstation und der Ankopplung ins nächste Modul. Nee, bei mir leckt nix. Also, ich kann euch sagen, der Stream läuft sauber soweit. Ladet mal bitte euer YouTube neu. Kann sein, dass YouTube gerade Probleme hat. Ich habe hier im Stream alles auf grünes Licht. Also alles streamt sauber mit voller Bandbreite. Und auch bei YouTube sind alle Lichter grün. Also wenn ihr gerade Leck habt, ladet einfach mal den Stream neu. Eigentlich sollte alles total in Ordnung sein. Eigentlich. Tipp, 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 tipp. Dann fliegen wir nach da oben. So. Was steht denn da? Ein Fehler ist aufgetreten. Jetzt steht's bei mir auch. So, könnt ihr mich wieder sehen, hören und mir winken oder alles schlecht? Tja, fragt mich nicht, was los war. Also bei mir hat es auch ausgesetzt. Da muss jetzt irgendwas mit YouTube in die Grütze gegangen sein. Also mein Traffic-Volumen hat Gott sei Dank gestern gerefreshed. Also alles ist gut. Der Stream sieht auch sonst, wie gesagt, bandbreitentechnisch stabil aus. Also ist alles im grünen Bereich. Aber schreit auf jeden Fall, wenn es wieder kaputt geht, damit ich Bescheid weiß. Und wir nähern uns hier mal langsam an. Denn wir haben ja noch so ein paar Meter zu überbrücken, bis es wieder hell wird. Die Zeit können wir nutzen dafür. So, jetzt machen wir mal Gegenschub mit unseren RCS-Düsen. Da müssen wir noch nicht so viel rumtüdeln. Und dann geht's in Richtung Target wieder los. Ja, wie gesagt, fragt mich nicht, was da war. Vielleicht hat sich auch kurz mein Router neu verbunden oder sowas. Der Teufel ist ein technisches Eichhörnchen oder irgendwie so ähnlich. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall läuft es wieder, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir bauen hier immer noch eine Raumstation und nein Luca, du hast noch nichts Wichtiges verpasst, außer dass wir das erste Teil der Raumstation, kann man hinten sehen, die Sarja gestartet haben und dass hier gerade ein Shuttle im Anflug ist mit dem zweiten Teil der Raumstation. Denn wir machen das wie bei der ISS, so wie es auch war, das erste Teil haben die Russen unbemannt mit der Proton hochgeschossen. Dann kamen die Amerikaner mit einem Space Shuttle, mit der Endeavour, die fliegen wir jetzt gerade, und haben den Unity-Knoten angebaut, also ein Verbindungsstück. Und dann gab es, glaube ich, zwei Versorgungsmissionen, wo einfach Versorgungsgüter hochgebracht worden sind zur Raumstation. Dann kam, jetzt lasst mich lügen, ein Wohnmodul. Ich denke, wir werden auch als nächstes dann ein bisschen Wohnraum schaffen nach dem Knoten hier. Das Wohnmodul kam von den Russen und hieß, oh Gott, Stre irgendwas, Stre Java, irgendwie sowas. Ja, genau, und ab dann wurde gelebt auf der ISS. Also dann ging's los und wir sind fast so weit, dass wir eine Besatzung da lassen können. Beziehungsweise wir können sogar schon eine Besatzung da lassen. Wenn ihr Bock habt, dann sagt mir das mal im Chat kurz. Dann gibt es gerne auch eine Besatzung, die wir direkt hier lassen, weil wir sind ja gerade hier und wir haben natürlich schon Wohnraum an unserer Station und können prinzipiell die ersten Kerbals hier leben lassen. So. Gut, wie weit haben wir es noch? Bis, guck mal, gleich geht die Sonne auf. Gleich können wir ein sauberes Docking durchführen. Sehr schön.
Just-in-Time-Annäherung. Da hinten sieht man schon die Sonne langsam rauskommen. Und so sieht das übrigens aus dem Cockpit aus. Schön, oder? Tüt, tüt. Ja, da freut er sich. Hier, nochmal von der anderen Seite geguckt. Schön. So, genug geglotzt. Oder wartet mal, von hinten kann man nichts sehen. Von hinten sieht man nur die Instrumente. Schade eigentlich. Das ist halt, wenn man auf einem billigen Platz sitzt. So. Gut, jetzt bremsen wir mal langsam. Und beginnen das Docking einzuleiten. Das Schöne an so einem Flugzeug ist jetzt RCS-technisch. Ich weiß immer genau, wo oben und unten ist. Das heißt, ich kann jetzt RCS-mäßig nicht viel tun, weil ich oben und unten keinen Thruster draufgesetzt habe. Das heißt, ich muss das Flugzeug jetzt drehen oder das Shuttle jetzt drehen. Und jetzt warten wir mal. Ja, die Sonne kommt gleich. Das heißt, wir machen es jetzt mal auf. Da, 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 da. So, und jetzt müssen wir als allererstes mal ein bisschen nach unten fliegen. Also Abstand gewinnen und dann wieder nach vorne, um uns weiter anzunähern. So. Gut, damit kommen wir jetzt in einen schönen Winkel rein und haben jetzt auch das Sonnenlicht auf unserer Seite. So, und jetzt kommt der interessante Part, weil jetzt gehen wir auf Control from here und setzen, ich sag mal das da, oder? Wir gehen auf die Seite ran. Setzen das da als unser Ziel, wo wir uns andocken wollen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also wir kommen jetzt so rein. Hoffentlich zumindest. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Jetzt muss ich natürlich umdenken, wenn das da hier ist. Mal gucken. Ich glaube, wir haben aber einen ganz guten Anflugvektor insgesamt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr professionell aus, muss ich sagen. Ah, schönes Bild, oder? Das könnte man eigentlich direkt mal screenshotten. Hier, falls jemand einen Screenshot haben will, so sieht's aus, ohne Mauszeiger und ohne alles. Achso, und ohne Chat. Hahaha, Screenshot. Screenshot zeigt vorbei. So, und jetzt gucken wir mal. Wir machen mal nochmal Control von hier, damit ich rechtzeitig bremsen kann. So. Wieso? Die Solarzellen müssen draußen bleiben. Das machen wir alles ordentlich mit Solarzellen draußen. Wie gesagt, normalerweise war es jetzt so, im echten Leben, dass die Endeavour jetzt mit so einem Roboterarm die Sarja gepackt hat und festgehalten hat, sodass die miteinander verankert waren und dann eben der Unity-Knoten installiert worden ist. So war es im echten Leben. Bei uns ist es nicht so. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen bremsen, weil jetzt möchte ich mal kurz Stillstand haben. Was das Wort ist. Damit wir die Sarja ausrichten können. So. Gut. Und jetzt hüpfen wir rüber. Und weil wir keinen Roboterarm haben, müssen wir jetzt sagen, okay, wir wollen aber gerne unsere Sarja zumindest auf den Dockingport ausgerichtet haben. Damit keine dummen Sachen passieren. So. Dann haben wir schon mal vom Winkel her nicht ganz so viele Probleme. So. Und jetzt kommt der Part, wo wir sagen, Control from here. Unset Target. Ne, wir haben das Target noch gesetzt. So. Und jetzt bewegen wir uns. Oh Gott, das steuert sich jetzt aber eigenartig. So. Aufs Ziel. Alter, Alter, hör auf zu drehen. Hör auf zu drehen. Okay, das kapiert er nicht, dass er von hier steuern soll. Jetzt geht mit der Nase auf das Ziel.
So, also machen wir das manuell. Keine Computer. Machen das jetzt hier nur mit RCS-Trustern. Okay, ich habe einen toten Winkel. Ich kann nicht links und rechts ausgleichen, merke ich gerade. Also ich hätte irgendwie oben und unten noch RCS-Taster raufbauen sollen. Ich habe sie natürlich nur auf den Seiten. Aber ich glaube, das reicht, dass wir sauber genug arbeiten können. Also ich arbeite jetzt einfach mit kleinen RCS-Schüben, um mich anzunähern. Huch. Beinahe vorbeigeklickt. So. Ah, die Sarja ist nicht ganz sauber ausgerichtet. Müssen wir nochmal gucken, dass sie das nochmal ausgleicht jetzt. So. Das ist halt unser simulierter Roboterarm. Gut. Das sieht schick aus. Okay. 6 Meter noch. Wir sind kurz davor, Unity anzudocken. Das sieht richtig gut aus. Okay, noch eine kleinere Korrektur. So, und jetzt müssten wir es haben. Und wir haben Kontakt. Festes Lock ist hergestellt. Und wir haben den Unity-Knoten erfolgreich angebaut. Es gibt Roboarme, aber den Roboarm gibt es nur über einen Mod namens Infernal Robotics. Und da wir 1.2 spielen, ist halt nichts mit Mods. Und deshalb gibt es keine Mods für uns. Gut, wir haben den Unity-Knoten sauber verbracht. Und jetzt habe ich natürlich nicht gelesen, weil genau in dem Moment ist der Stream abgestürzt. Wollen wir einen Kerbel hier lassen oder wollen wir keinen Kerbel hier lassen? Das ist jetzt die große Frage. Was ich auf jeden Fall mache, ich klaue mir ein bisschen RCS-Fuel, damit ich das Deorbiting hinbekomme, während ihr euch mal äußern könnt, ob wir einen Kerbel hier lassen sollen als Besatzung. Und dann gibt es noch natürlich die. Also ich kann bis zu 4 Kerbels hier lassen, also genau genommen kann ich bis zu 3 Kerbels hier lassen. Ich muss entweder Jebediah oder Valentina wieder mit runternehmen, als Piloten des Space Shuttles. Ich könnte potenziell Bill, Bob, Jebediah oder Valentina hier lassen. Also sagt mal, wen ihr gerne auf der Station sehen möchtet. Mindestens ein Kerbel bis zu 3 kann ich hier lassen. So, und ich betanke mich währenddessen mal in Ruhe. Ich denke mal, so 600 Monopropellant werden uns ausreichen. Ich mache mal sicherheitshalber 700. Haben ist da ja bekanntlich besser als brauchen, ne? So. Gut, ja, Idle ist nicht da. Ein Ingenieur wäre dann der Bill zum Bauen. Ja, keine Leute auf der Station ist korrekt, aber wir haben halt auch schon ein Wohnmodul, ne? Und wir müssen auch keine Vorräte hochschaffen. Deshalb können wir ruhig jemanden hier lassen. Das ist schon in Ordnung. Ingenieur und Wissenschaftler? Ja. Ich finde eigentlich Ingenieur und Wissenschaftler finde ich gut. Wir machen das jetzt mal so. Wir schieben den Ingenieur und den Wissenschaftler, also Bill und Bob, ins Wohnmodul rüber. Die bleiben hier und die beiden Piloten kümmern sich darum, das Gefährt wieder nach Hause zu bringen. Und wir können ja dann bei den weiteren Missionen auch noch Passagiere mit nach oben nehmen, so wie wir die Station weiter ausbauen. So. Bob auch noch rüber. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich den Knoten hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob irgendwas voll in die Hose geht. Ich mache mal sicherheitshalber RCS aus. SAS aus. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh Gott, ich mach mal Quicksave. Jo, das dachte ich mir schon, dass irgendwas Komisches passiert. Ja, das ist nicht so gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind momentan steuertechnisch von hier, ne? Okay, Control from here. Oh nein, wir stecken fest. Es steckt in der Ladebay. Okay, wir müssen runter. Oh nein, wir stecken fest. Das ist ja doof. Komm, rüttel dich frei. Freiheit. Freiheit. Oh nein, unser Unity-Knoten steckt fest. doof. Kriegen wir den irgendwie rausgerüttelt? Hm.
Na, ich habe abgedockt. Ich habe ihn abgedockt, aber jetzt kommt halt das Part-Clipping, glaube ich, zum Tragen. Vielleicht können wir es ja irgendwie cheaten. Komm, geh raus. Oh oh, oh oh, oh oh. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal den Quick Load. Warum macht er den jetzt nicht? Ich habe doch gerade ges. Oh! So, da sind die Explosionen. Da fliegt unsere Raumstation. Ich habe doch gerade gequicksaved. Ist doch schon noch F9, oder? Wartet mal, ich muss mal ganz kurz zurück ins Space Center und gucken, dass ich die Stelle lade. Mit dem Abkoppeln. Irgendwie will er den gerade nicht. Load Save. Quick Save. Jo. Gut. Was haben wir daraus gelernt? Daraus haben wir gelernt, Kacke. Kacke. So, was machen wir denn da jetzt? Wir können es ja mal mit SAS anprobieren. Nee. Wir machen es mal mit SAS an. Mal gucken, was dann passiert. Er bleibt echt stecken, ne? Ich kann das auch nicht forcen irgendwie, ne? Komm raus! Ich versuch's jetzt mal einfach mit Zentrifugalkraft. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn ich einfach Rotation aufbringe, bis es rausfliegt. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. So einfach kann es manchmal sein. Die Wunder der Zentrifugalkraft haben wir bei der NASA gelernt. So, ich guck mal kurz, auf was für einen Kurs ich die Station gebracht habe. Sie stürzt nicht ab. Das ist eine gute Nachricht. So, einmal raus zentrifugalisiert und die Station ist wieder stabil im Orbit. Ja, so machen wir das in der Raumfahrtagentur. Da wird einfach so lange gedreht, bis die Gravitation so hoch wird, dass es die Bay rausreißt. Und ich würde sagen, jetzt bringen wir mal schnell das Shuttle nach Hause und dann bauen wir uns das nächste Teil an. Ne? So, wie gefällt euch eure Raumstation bisher? Ist es gut? Habt ihr Spaß an eurer Raumstation? Ich würde sagen, hier beginnen wir mal den Deorbit. Ba, 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 da, ba, da, ba, ba. Ja. Idle hatte Spaß. Ja, das ist nicht mein Problem. Jetzt hat er halt keinen Spaß mehr. Damit kann ich total leben. Total. So, wir machen jetzt einen Deorbit. Und gucken mal, ob man dieses Shuttle auch gelandet bekommt. Vielleicht wird es auch der völlige Fehlschlag. Mal gucken. Ja, das ist noch ein bisschen zeitig. Ein bisschen weiter. Ich ramme aber nicht gerade die Station oder sowas. Ne, ich fliege von der Station weg. Sehr schön. So, Feuer frei. So, wir müssen natürlich mit so einem Shuttle auch darauf achten, dass wir den Kerbin Space Center auch wirklich treffen. Und hier nicht irgendwo im Nirvana runterkommen. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir so auf 35 Kilometer runter es schaffen müssen, ohne zu verglühen und den Rest dann abbremsen können. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, haben wir ein Pech gehabt, ne? So, ja, Reentry werden wir sehen. Das ist jetzt ein bisschen experimentell, aber es ist die Endeavour. Wie geht's der Endeavour eigentlich so? Ich habe gerade nicht auf dem Kasten, welche alle explodiert sind. War die Endeavour mit dabei? So, also wenn wir hier so auf 35 gehen, dann müsste ich eigentlich den. Ah, das dreht sich auch noch ein bisschen weiter, ne? Gehen wir mal nicht zu tief. So. Ja, ich kann ja notfalls noch ein bisschen Gas geben. So, wir müssen ja da hinten rauskommen. Das dreht sich wahrscheinlich noch bis hier weiter. Schauen wir mal. So, jetzt heißt es Richtung halten. Wir gehen einmal um den Planeten rum. Das heißt, wir sind dann relativ gut auch in Vorlage. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine ganz entspannte Shuttle-Landung. Ich meine, was kann da schon schief gehen? So, wir haben die Atmosphäre getroffen.
Und der Kerbin Spaceport ist da. Wir haben da unsere Periapsis. Aber vergesst nicht, wir haben Flügel. Das heißt, genau genommen, dass wir Auftrieb erzeugen werden. Das heißt, wir werden unsere Periapsis noch ein bisschen verschieben. Mal gucken, wie das so funktioniert. So, wir halten uns jetzt mal auf der Höhe. Das heißt, wir werden mit der Zeit. So. Wir werden mit der Zeit die Nase höher nehmen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Nase voraus, rein in die Atmosphäre, ziehen aber mit der Zeit hoch, um eben durch unseren Auftrieb mit den Tragflächen Geschwindigkeit rauszunehmen. Die normalen Shuttles haben dann auch noch so Kurven geflogen. Also die haben quasi so hin und her S-Kurven geflogen, um Geschwindigkeit rauszubluten. Also Bleeding off nennt sich das, also Geschwindigkeit rauszunehmen durch Luftwiderstand. Okay, es ist im Museum. Alles klar, Havel. Ich habe die Ansage verstanden. Und ich werde natürlich mein Bestes geben, dass es dann auch ins Museum kommen kann. Wir machen das im direkten Anflug, weil ich mir nicht zutraue, das Shuttle in S-Linien bis zum Kerbin Spaceport zu fliegen, weil ich es wahrscheinlich versauen werde. Das Einzige, was ich vielleicht mache, sind Korrekturen. Aber wir sind relativ gut auf Kurs, muss ich sagen. Also wir kommen fast drüber. Ich müsste nur winzige Korrekturen machen. Und ja, das Shuttle hat natürlich Räder unten dran. Also die kann man auch ausklappen. Das würde ich aber erst machen, wenn wir den Re-Entry überlebt haben, wenn es okay für euch ist. Weil sonst sind die vielleicht weg, wenn es ein bisschen heiß wird. Und ich bin mal sehr gespannt. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich es schon probiere. Eigentlich bin so ein Freund von MK2-Shuttles. Also die kleinen Varianten. Ich mit so riesen LKW-Waggons oder Eisenbahnwaggons fliege ich normalerweise nicht. Ich habe mich optisch einfach mal ans Shuttle-Design gehalten, wie das Shuttle aussieht. Ich hoffe, dass das auch heißt, dass es ähnliche aerodynamische Eigenschaften hat. Theoretisch müsste es halt wie so ein relativ schneller Backstein nach unten gleiten. Und wir haben zumindest das erfüllt, was wir erfüllen müssen. Wir haben nämlich einen Großteil des Treibstoffs draußen. So, und jetzt kommt der Part, wo wir Geschwindigkeit runternehmen, indem wir, also die Apoapsis sinkt jetzt, die Periapsis steigt, eben weil wir so einen 10 Grad Steigungswinkel jetzt halten. Also auf dem bewege ich mich jetzt ungefähr. Dadurch gleiten wir auf der Luft quasi ein bisschen nach oben und nehmen unsere Sinkgeschwindigkeit raus, denn ich möchte nicht zu schnell sinken, ich möchte aber die Apoapsis runterbekommen, weil Apoapsis runterbekommen heißt langsamer werden. Langsamer werden heißt nicht so heiß werden. Und deshalb fliege ich jetzt in diesen 10-Grad-Winkel. Ich hoffe, dass das ein guter Winkel ist und wir. Also, es können zwei Sachen passieren. Gehen wir zu steil runter, dann werden wir schlicht und ergreifend verglühen. Gehen wir zu hart angestellt rein, dann wird es uns über den Kerbin Spaceport wahrscheinlich hinaustragen. Oder ich habe irgendwann einen Strömungsabriss und werde ganz fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich abstürzen. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. Mal gucken. Im Moment ist noch alles gut und es funktioniert genauso, wie es geplant war, nämlich dass wir jetzt unsere Periapsis nach oben ziehen und die Apoapsis nach unten und wir sind jetzt auf jeden Fall gleich in dem Bereich, wo wir definitiv gedeorbitet sind und unsere Apoapsis sich auch innerhalb der Dings befindet. Und ja, das Space Shuttle hatte die aerodynamischen Eigenschaften eines Ziegelsteins. Das haben viele Space Shuttle-Piloten gesagt. Und es gab auch einen Contest. Wer kennt den Contest, den es zwischen den Space Shuttle-Piloten explizit zwischen den Piloten gab? Wer hat davon schon mal gehört? Jemand von euch? Es gab so ein kleines Wettrennen, was die miteinander hatten. Und zwar gab es auf der Landebahn ist vorne so eine Markierung. Relativ am Anfang der Rollbahn ist eine weiße Markierung. Und der Wettstreit unter den Space Shuttle-Piloten war, wer es schafft, am nächsten an dieser Markierung als erstes mit den Hinterrädern aufzusetzen. Das war quasi so der offizielle Wettstreit, oder offiziell war der sicherlich nicht, der inoffizielle Wettstreit zwischen den Shuttle-Piloten, die versucht haben, da diese Marke gegenseitig zu unterbieten. So, wir tragen jetzt die Apoapsis knapp vor uns her. Die Periapsis ist mittlerweile hier drüben. Ich befürchte fast, wir müssen gleich nochmal ein bisschen Gas geben, einfach um Geschwindigkeit reinzunehmen wieder. Wir sind jetzt in einem schönen Gleitflug, aber ich habe noch ein bisschen Treibstoff und den kann ich jetzt gerade mal ein bisschen rausbuchen. Allerdings wirkt sich das mit dem Triebwerk gerade nicht so gut auf meine Flugeigenschaften aus, muss ich sagen. Das Gleiten klappt doch deutlich besser. Jetzt arbeitet das SRS hier fatal gegen mich. So. Wir bleiben bei den 10 Grad.
Noch funktionieren sie ganz gut. Oh, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Alles gar nicht so schlecht. Mal gucken. Also das Kritische wird ja dann nochmal die Landebahn zu treffen und nicht irgendwie komplett die Kontrolle zu verlieren. Noch sind wir bei 2100 Metern pro Sekunde. Also wir sind noch mitten im Wiedereintritt, auch wenn es nicht so aussieht. Das entspannt sich gerade ein bisschen, weil wir halt wieder steigen auf unserem Luftkissen. Das ist aber auch okay, weil solange wir das tun, bauen wir ein bisschen Geschwindigkeit ab. Und im Großen und Ganzen, ja, es ist warm, aber es ist halt nicht heiß, ne? Also es ist nicht am Überhitzen. Wir sehen relativ okay aus. So. Jetzt kommt hier bald die letzte Ozeanüberquerung. Wir haben jetzt hier einen kleinen Teich, dann kommt nochmal Wüste, dann kommt nochmal Teich und hier drüben ist der Kerbin Spaceport. Es kommt langsam näher. Mal gucken, ob das hinhaut vom Wiedereintritt. Das wäre natürlich krass, wenn das jetzt auf dem ersten Versuch tatsächlich klappen würde, dass ich auch die Entfernung hinbekomme. Mal schauen. Ich bin auch völlig einverstanden damit, auf der Wiese zu landen. Der Runway wäre natürlich Zucker, ne? Zucker. Und es tut mir leid, dass das natürlich als Zeit vom Space Station Bau abgeht, aber hey, vielleicht wollen wir den Space Station Bau dann auch mal fortsetzen in einem weiteren Livestream. Also wir schießen auf jeden Fall das nächste Teil auch wieder mit einer Proton-Rakete hoch. Das wird das Wohnmodul von den Russen. Da werden wir auf jeden Fall die Rakete für benutzen, weil das zeitlich natürlich auch deutlich effizienter ist. Aber Space Shuttle fliegen ist halt einfach cooler, gibt es zu. Space Shuttle fliegen ist ungefähr 5000 Mal cooler. Ja, wir sind immer noch vor der Apoapsis. Wir tragen sie immer noch vor uns her. Also noch ist immer noch alles gut. Wir steigen auch immer noch ganz leicht. Mal gucken. Also ich musste auch bisher noch nicht die Airbrakes benutzen. Ich habe ja immer so Pipi in den Augen, dass mir die Raumschiffe verglühen. Ich traue mich eigentlich normalerweise nicht, sowas wie ein Space Shuttle oder ein SSTO zu fliegen, ohne die Airbrakes zu benutzen. Ich muss bisher sagen, ich bin positiv überrascht. Ich musste sie noch nicht ausfahren. Die sind halt dafür da, wenn ich zu viel Hitze aufbaue, hole ich die Airbrakes raus, um Geschwindigkeit rauszunehmen. Aber das sieht im Moment richtig gut aus. Und jetzt gehen wir gleich auf eine ballistische Bahn, also in knappen, nicht ein bisschen mehr als 10 Sekunden, werden wir beginnen, ballistisch zu fliegen oder zu segeln, kann man das auch nennen, und abzusteigen wieder. Und das ist jetzt das letzte Fitzelchen Land, ne? Genau, hier ist jetzt nochmal diese Landzunge und dann kommen wir rüber auf. Ach, guck mal, wir kommen echt fast über die Startbahn rein, ne? Das ist ja wie gemalt ist das ja. Wahrscheinlich explodiert es gleich, einfach so. Die Wohnquartiere bauen. Also wir können auf jeden Fall die Hitchhiker-Container nehmen. Und dann schauen wir mal, was wir noch ranbasteln. Also ich würde mal unterstellen, auf jeden Fall so zwei Hitchhiker-Container mindestens. Vielleicht bauen wir auch ein Labor schon mit dran, dass wir ein bisschen Forschung betreiben können. Mal gucken. Und ja, einfach mal schauen, was sich so ergibt. Und wir notieren mal geistig für das Space Shuttle. Auf jeden Fall, falls wir es nochmal fliegen. Hier oben muss noch ein RCS-Thruster rauf und da unten muss noch einer ran, dass ich aus allen Winkeln auch wirklich RCS-Schub habe, weil nur an den Seiten war jetzt beim Andocken ein bisschen doof. So, wie sieht's aus? Ah, wir sind noch am Overshooten, aber ich habe, wie gesagt, ich habe auch noch Airbrakes, um im Zweifelsfall Schwung rauszunehmen. Und wir sind auch immer noch. Ja, jetzt kommen wir halt langsam runter. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal die Nase auch ein bisschen runter, damit wir beginnen, nach unten zu sinken auch tatsächlich. So, ich möchte jetzt nämlich wirklich auch absteigen, damit wir in dickere Luftschichten kommen, um, wer hätte es gedacht, langsamer zu werden. So, denn hinter den Bergen müssen wir langsam in den, ich sag mal, nicht mehr Hyperschallbereich sein, ne? Also momentan haben wir, ich will es gar nicht ausrechnen, siebenfache Schallgeschwindigkeit, ja, knapp siebenfache Schallgeschwindigkeit. Das ist noch ein bisschen schnell für kontrollierten aerodynamischen Flug. Und jetzt kommt halt der Part, wo wir langsamer werden müssen. Einfach stumpf langsamer. Und dafür müssen wir in dickere Luftschichten rein. Und dicke Luftschichten gibt es halt nur weiter unten. Dafür nehmen wir jetzt natürlich auch Geschwindigkeit wieder auf. Ah, wir sind echt noch weit draußen, ne? Ich gucke mal, ob die Airbrakes uns irgendwie hochreißen von der Nase her. Ne, sieht gut aus. Okay, die Airbrakes sind draußen. Und das zieht auch ein bisschen. Das zieht auch ein bisschen, ja. Okay, dann gehen wir jetzt mit den Airbrakes runter. Jawohl, jetzt ziehen die Airbrakes.
kommen jetzt in dichtere Luftschichten rein. Sieht gut aus. Also wenn jetzt nicht noch ein Kontrollverlust kommt, könnten wir eine Punktlandung hinzimmern, ne? Ich sehe da vorne den Kerbin Spaceport. So, mal gucken. Ja, also in den Berg will ich nicht rein, aber um den Berg mache ich mir weniger Sorgen. Also ich mache mir eher Sorgen, dass ich overshoote. Oder dass ich jetzt noch zu schnell runterkomme und dadurch verglühe. Das wäre noch ein bisschen kritisch. Aber wie gesagt, wir haben jetzt die Airbrakes. Hoffentlich bremsen sie auch tatsächlich so, wie es gedacht ist. Ich nehme die Nase mal wieder ein bisschen hoch. So, das trägt uns wahrscheinlich ein bisschen raus, aber es macht vor allen Dingen auch mehr Luftwiderstand. Und mehr Luftwiderstand ist gut, weil es uns langsamer macht. So, 10 Grad wieder. Wir sind jetzt schön in dicker Luft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das müsste auf jeden Fall uns langsam machen. Oh, wir haben echt viel Speed drauf. Ich glaube, wir sind viel zu schnell. Okay, ich glaube, wir machen ein Bailout auf dem Wendemanöver. Airbrakes rein. Und wir beginnen. Oh shit. Oh shit. Nase unten behalten. Nase unten behalten. Ja, gut so. Wir beginnen ein Wendemanöver. Oder beziehungsweise eine Runde zu fliegen, um Zeit zu gewinnen. Da ist er, der Kerbin Spaceport. Oder sagen wir mal, da wäre er gewesen. So, ich darf es jetzt nicht überdrehen. Boah. Ein Backstein ist tatsächlich ein Scheißdreck dagegen. Mal gucken. Mal gucken, ob das noch reicht. So, wir kommen jetzt in den Bereich, wo wir aus der heißen Phase rausgehen. Jetzt müsste sich auch unser Kurs langsam drehen. Oh, scheiße, und ich verliere gerade die Kontrolle. Nein, komm zurück. Komm zurück. Sei nicht so schlecht zu mir. So, Gott sei Dank. Das wäre hässlich geworden. Okay. Kurz mal gedacht, dass ich die Kontrolle verliere. Aber ist noch alles gut. So. Wir haben angefangen, in die Richtung zu drehen, also drehen wir auch in die Richtung weiter. So. Mal gucken, ob ich sie noch rumbekomme. Aber wir müssen schon ein Stück zurückfliegen, ne? So, wir müssen auf jeden Fall runter mit der Nase, damit wir Geschwindigkeit behalten. Weil ohne Geschwindigkeit wird es peinlich. Da stürzt man ab, habe ich gehört. Kriegt man so Sachen wie Strömungsabriss und so. Oh nein! Und dann sagte ich es und es passierte, oder? Komm schon. Geh wieder in den Wind rein. Nein! Dreh dich, dreh dich. Komm. Ja, brav. Komm darüber. Los! Nase in den Wind. Los. Oh oh. Oh oh. Gucken, ob ich ein bisschen trustern. Ah, kriegen wir sie noch gefangen? Ne. Ich glaube, die ist außer Kontrolle. Schwerst außer Kontrolle. Komm schon. Komm zurück. Ja, okay, wir haben sie wieder auf dem Prorate. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich sie nur noch. Jetzt muss ich noch die Nase hochbekommen. So, komm. Das hier ist aus und Nase hoch. Komm. Nase hoch. Ja, es sieht nicht so schlimm aus. Es könnte noch klappen, dass man die Nase noch hochkriegt. Aber ich glaube, ich brauche mehr Geschwindigkeit. Okay, ich lasse jetzt erstmal fallen. Oh, 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 oh. Ach, wie sie bockt, ne? Unglaublich. Okay, ich lasse sie fallen, um ein bisschen Geschwindigkeit zu kriegen. Und jetzt versuche ich sie langsam hochzuziehen. Ja, das sieht gut aus. Ich krieg sie, glaube ich. Ich krieg sie gefangen. So. Ah, alles gut. Es ist ein Backstein, aber es ist mein Backstein. So. Und jetzt hoch damit. Wie weit haben wir es bis zum Land? Zu weit. Notwasserung. Notwasserung! Oh,
Wir haben. Aus irgendeinem Grund ist der Stream abgeschrissen, ne? So. Ja, fragt mich nicht, was los ist, aber der Stream hat gerade noch mal kurz unterbrochen. Spannende Stelle, das ist alles nur zum Stimmungserhalt. So. So, ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Der Stream sollte eigentlich wieder zurückkommen jetzt. So. Und wir machen eine Notwasserung. Notwasserung. Und ich hoffe, dass ich die Nase oben behalten kann. Sieht nicht so gut aus. Oh, ich glaube, ich komme doch. Bremsfallschirm! Smash! Okay. Puh. Okay, ist angekommen. Nicht ganz vorschriftsmäßig. In der Nase sind ein paar Leute tot vom Stuhl gefallen, aber das Space Shuttle ist notgewassert. Jebediah und Valentina sind glücklich und am Leben. Und während die Rettungsschwimmer ausrücken, bauen wir mal die nächste Rakete und bauen uns für die Proton ein Wohnmodul, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal heißt es, glaube ich, eher die Airbrakes raus. Aber der Anflug war gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also für einen ersten Shuttle-Anflug war das awesome. Ich habe noch nie ein Shuttle so gelandet, also nicht so ein großes. Habe ich diesmal auch nicht, der Fairness halber muss man das sagen, aber... So dicht, so dicht. So. Gut, dann schauen wir mal. Dann bauen wir jetzt mal als nächstes... laden wir mal unser Proton-Imitat und bauen uns das Wohnmodul für die Raumstation. Proton-Imitat, wo habe ich es hingeschmissen? Wie haben wir das denn genannt? Hieß das nicht Proton-Imitat? Oder Proton-Nachbau? Ich war mir ziemlich sicher, dass es so hieß. Überhaupt ist doch gespeichert, oder? Rover. Wo ist er denn? Ich suche und ich suche. Aber ich finde es nicht. KSS-Transporter, guter Tipp. SS-Transporter. Da ist er! Yay! Dankeschön. Genau, hieß ja gar nicht. Proton-Imitat hieß nur das Super Sub-Assembly, glaube ich. So, was machen wir jetzt? Delete Fairing. So. Und jetzt werden wir ein Wohnmodul bauen. Alles ab hier ist ja quasi Rotz. So. Die Russen haben dann ein Wohnmodul gebaut. Jetzt muss ich selber mal nachschlagen. So viel konnte ich mir nicht merken. Das Wohnmodul hieß nämlich... Jetzt lasst mich gucken. Also es gab dann zwei Logistikflüge, die lassen wir jetzt mal aus. Ne? Weil was wollen wir schon mit Logistikflügen? Svesta, das Wohnmodul Svesta. Im Sommer 2000 ist das gestartet. Und das Wohnmodul Svesta... Ist quasi so ein Hitchhiker-Container, wenn ich es mir gerade auf dem Bild angucke. Aber wir machen das natürlich größer. Wir machen ein Doppel-Svesta. Zwei Hitchhiker-Container. So. Ja, es hieß Svesta. Also ich hatte es vorhin ja schon gesagt, irgendwie Sveda, Svela oder irgendwie so. Es hieß Svesta. Genau. So, Hitchhiker-Container. Zack. Erstmal brauchen wir aber diesmal tatsächlich wieder einen Probe Core. Hilft alles nichts, aber den können wir unten anbauen. Wir brauchen aber ein bisschen Fuel und wir brauchen das da. Und dann hätte ich gesagt, nehmen wir zwei davon. Und dann gibt es einen Probe Core oben drauf, damit wir dafür sorgen können, dass die Geschichte auch steuerbar bleibt. Ja, und das war's eigentlich schon für das Teil. Also wir müssen jetzt wahrscheinlich noch eine Batterie dazwischen klemmen, einfach damit wir es steuern können. Aber
Im Großen und Ganzen, das werde ich mir nie angewöhnen, dass Batterien nicht mehr bei Utility drin sind. Das macht mich gerade total fertig, ne? Das soll es dann schon gewesen sein, eigentlich, mit dem Modul, weil wir da gar nicht so viel wollen. Außen an Zvezda hängt dann, glaube ich, eine Sojus-Kapsel dran, übrigens, um sich zu evakuieren. Wir könnten aber natürlich einfach, weil es witzig ist, und wir dann mehr Optionen noch haben in der Zukunft, hier noch so ein Node ranpacken. So. Und ich habe gehört, Idle hat sich freiwillig beworben, dass er in dieser Rakete, die ich eigentlich unbemannt starten wollte, weil das viel zu gefährlich ist, aber Idle wollte in dieser Rakete mitfliegen. Habt ihr das auch so verstanden? Also ich habe das so verstanden. Idle meine ich, aber du weißt ja, dass du gemeint bist. Du wolltest da drin sitzen, ne? In so einem völlig unsicheren Hitchhiker-Container und wolltest in den Orbit geschossen werden, korrekt? Ich habe das definitiv so verstanden. Ja. Ja. Gut. Dann werden wir gleich mal Idle rekrutieren. Kann man das jetzt einfach so editieren? Ich habe Gerüchte gehört, dass das jetzt gehen würde, dass man nicht mehr im Safe-Game rumfuschen muss, sondern man einfach so Kerbals dazu nehmen kann. Mein Leben wird so einfach werden bei Hardcore Kerbal mit all euren neuen Kerbals. So. Gucke ich gleich. So, jetzt haben wir das hier fertig. Sonst noch Freiwillige. Also ich kann jetzt bis zu 8 Kerbals mit nach oben nehmen. Das heißt, ihr könnt jetzt den sicheren Flug in den Tod bekommen. Oder den heldenhaften Aufstieg zur Raumstation. Das kann man sich immer aussuchen. Ich muss jetzt nur noch ein paar Trust-Dinger hier anbauen. In was für einem Modus bin ich denn jetzt gelandet? Warum habe ich denn jetzt den hier? Wie kann man das umstellen? Hilfe! Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt. Aus irgendwelchen Gründen. Hilfe? Ich will nicht. Ich will doch kein Flugzeug bauen. Na gut. Ist alles nicht so einfach, ne? Warum macht der denn jetzt ein Flugzeug draus? R? Ach, R. Herzlichen Dank. So. Dann können wir hier nämlich auch mal wieder vernünftige Symmetrie reinbringen. Also, wieder einen Knopf gelernt. Den kannte ich noch nicht. Danke, Toaster. Vielen, vielen Dank. So, wie will. Baha will mit dabei sein. Mercury will mit hoch. Und Reinicke habe ich jetzt mal. Also, Idle, Reinicke, Mercury, Baha mache ich jetzt mal als die ersten vier. Und dann haben wir nochmal vier Sitzplätze. Also, alle, die dann noch nicht zufrieden sind, können dann noch schreien. Ich speichere das mal kurz. So. Das heißt, wir brauchen, ihr seid natürlich alles Wissenschaftler. Wissenschaftler, Ingenieure, Ingenieure. Irgendwer ist bestimmt auch noch ein Ingenieur. Irgendein Piloten mal hoch schadet ja nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bla. Ah, gut, ich nehme einfach alle mit. So. Zack. Im Cheat-Menü sagt ihr, geht das. Schauen wir mal. Kerbals. Valentina Daula. Daula Kirmen. Create. Ach, ich hätte die createn können. Ach so. Gut, dann halt anders. Also, wir haben den Idle-Kirmen. Und schreibt jetzt mal nicht zu viel. Ich schrei gleich nochmal. Der Idle ist, naja, eigentlich ist er ein Mädchen, weil er immer so viel rumheult. Aber ich mache ihn mal zu einem Kerl. Level 5. Idle ist unheimlich dumm und hat sehr wenig Mut. Aber dafür ist er ein Veteran, weil er ist echt schon lange mit dabei. So. Kerbal created. Wo ist er? Da unten ist er. Guck mal, du hast einen Veteranenanzug. So. Der Idle ist fertig. Dann können wir die ganzen Freaks aber alle mal entlassen, ne? Die will ja keiner. Wer braucht euch schon? So. Gut, dann hatten wir gesagt, der Reinicke hat laut geschrien. Reinicke Kirmen. Und ich unterstelle, dass du auch Male bist. Du bist ein. Reinicke ist für mich ein Scientist. Reinicke ist so mittelmäßig mutig, aber das macht er dadurch wett, dass er sehr viel dumme Aktionen macht. Und Reinicke ist noch nicht so lange mit dabei, aber ein ziemlicher Badass. So. Ah, das refresht scheinbar dann immer erst nächste Runde. So, was hat man noch gesagt? Ich muss mal wieder hochscrollen. Ich habe es schon wieder verdrängt. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis, ne? Der Baha, genau, den Baha hatten wir noch. Baha ist auch ein Kerl. Baha ist ein Ingenieur. Das dürfte ich sagen. Baha, glaube ich, ist ein ziemlich mutiger Kerl.
Ist als Ingenieur natürlich auch kein Doofer, aber ist dafür leider kein Veteran und kein Badass. So. So, und wen hatte ich noch gesagt? Den Mercury, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Den Mercury Kerman. Mercury ist, Mercury, was bist du? Du bist ein Wissenschaftler. So. Mercury hat nicht so viel Mut. Aber dafür ist er auch echt nicht doof. Mercury ist auch schon echt lange mit dabei. Also auch ein Veteran. So, jetzt muss ich hier mal wieder runterzoomen. Ich habe 56 Plätze frei. Ja, es ist hier Dingsbums. Wie heißt das? Sandbox-Mode. Ich kann mir wahrscheinlich hier so viele Kerbals erstellen, wie ich möchte. So, jetzt schauen wir mal. Ich pick jetzt random Leute raus. Den Kaitrop nehme ich mal mit rein. Und seid mir nicht böse, aber wir schicken ja noch ein paar Kerbals hoch. Wir machen da oben ordentlich Party. Und wir können das ja auch in einem weiteren Livestream weitermachen. Der Kaitrop als Scientist und oh, mutig und doof, denn beide Dinge kommen oft zusammen. So. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Ja, wir müssen ja auch ein paar Newbies mitnehmen. Dann nehmen wir mal den Cetox mit rein. Ne? Cetox ist. Cetox ist unsere weibliche Unterhaltung. Natürlich ein Ingenieur, um da was zu reparieren. Cetox ist für einen weiblichen Kerbal extrem mutig. Und leider nicht dumm genug gewesen, Nein zu sagen. Und deshalb ein ziemlicher Badass. So. Kerbal Creative. So, dann. Wer hat noch geschrien? Ich scroll mal ein bisschen hoch. Wen hatten wir hier noch? Cookie hat noch geschrien. Nee, doch. Cookie, oder? War das Cookie? Cookie, ja. Cookie. Cookie will mit zu Idle. Das ist eine sehr dumme Entscheidung. Und weil du jemanden hinterherläufst, bist du leider auch nicht mutig. So. So, und jetzt müsste die Bude eigentlich erstmal voll sein für das Raumschiff. Ich guck mal nach. Reinicke rein, Idle rein, Baha rein, Mercury rein, Kaitrop rein, Ketox rein, Cookie rein. Wir haben noch einen Platz frei. So, einer, der jetzt als nächstes laut schreit in meinem Chat, der wird mitgenommen. Also, der nächste, der schreit, er will mit, ist der nächste, der mit will. Jetzt sehe ich, Pascal Wohlend hat gute Nacht geschrieben. Gute Nacht, Pascal. Die Aufzeichnung vom Livestream gibt es wie immer morgen. Und der Sven ist der Glückliche und war bei mir als nächster im Chat. So, Sven, wenn du jetzt noch schreibst, was du sein willst, dann kann ich dich da noch mit reinnehmen. Und dann fliegst du mit nach oben. Aber keine Sorge, Freunde, wir bringen da noch ein paar Kerbals hoch. Also, Sven. Sven will ein Scientist sein. Das wird ja eine reine Wissenschaftlerveranstaltung hier. So, Scientist. Und der Sven ist so ein Durchschnittskerbel, würde ich mal sagen. Oder, Sven? So. So ein ganz normaler, ne? So ein Astronaut halt. So ein, also Körbonaut in dem Falle natürlich. Ein Durchschnittskörbonaut. Und wie gesagt, wir können das ist cool, dass man das jetzt so rein editieren kann. Und wir können ja mit dem Livestream gerne auch noch weitermachen. Und dann so nach und nach alle von euch mal mit hochbringen, ne? Auf die Raumstation. Und, das machen. Mit Alt F12 kannst du dieses Cheat-Fenster öffnen. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, unser Fairing wieder oben drauf bauen. Haben wir jetzt alles? Wir haben einen Probe-Core, damit wir steuern können. Wir sollten sicherheitshalber noch so ein Funken-Upsi ranbauen. Eins zumindest. So. Und ich glaube, aus RCS-Gleichmäßigkeitsgründen wäre es wahrscheinlich schlau, hier oben auch noch Düsen hinzubauen. Einfach, damit wir nicht hin und her schlackern. So, dann gibt es hier ein Fairing oben drauf. So wie beim letzten Mal auch. Ja, ich wusste ja nicht, dass so eine Begeisterung für die Raumfahrt bei euch herrscht, dass ihr alle mit irgendwelchen völlig unsicheren Raketen ins Weltall geschossen werden wollt. Ich verstehe. Aber Space Shuttle will keiner fliegen, ne? Das müssen dann immer die Profis machen. Aber gut, im Space Shuttle ist natürlich auch nicht so viel Platz. Obwohl, wir könnten eine Passagiervariante noch davon bauen. So, und zu die alte Luke. So. Ja, Filigan, das ist natürlich auch mies, weil wenn du deine Verlobte irgendwo umbringst, das gibt, glaube ich, auch Ärger, ne?
Also ich würde mit meiner Frau zumindest Ärger kriegen, wenn ich aus ihren Körbeln mache und sie dann irgendwo auf dem Mond sitzen lasse oder so. Gut, dann. Und ja, Traffic müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der Traffic hat frisch geresettet. Keine Ahnung, heute scheinen irgendwie so ab und zu mal Aussätze zu sein. Fragt mich nicht, ob ich's bin oder es YouTube ist. Ich weiß es nicht. Aber mein Traffic ist auf jeden Fall ausreichend. Wir können im Zweifelsfall die ganze Nacht durchstreamen, werden wir aber nicht, weil ich muss morgen auch wieder pünktlich raus. Also wir machen bis wie immer so bis ungefähr 23 Uhr. Und dann ist genug. So, jetzt bevor ich einfach losfliege, sollte ich vielleicht mal gucken, wo die blöde Station ist. Ach, das Ding heißt jetzt Endeavour. Na gut. Na gut, das sollten wir ändern, wenn wir wieder oben sind. Und jetzt rotieren wir es einmal rum. Schwuppdiwupp. So, und ich starte mal, wenn es auf 500 Kilometer ist, weil das Ding ist relativ weit oben. Obwohl, ich war vorhin eigentlich auch zu zeitig mit dem Space Shuttle, ne? Können wir ein bisschen näher noch ran. So. Das wird reichen. Gut, Target ist gesetzt und haltet euch ordentlich in euren lustigen kleinen, nicht für den Space geeigneten Rettungskapseln fest oder Wohncontainern. Ihr werdet jetzt auf die Raumstation verbracht. Feuer frei, würde ich sagen. So. Ah, das klappt schon wieder viel zu reibungslos, ne? Ich muss ein bisschen schütteln, damit Idle schlecht wird. Wie sich freut, ne? Alle freuen sie sich. Kann man das irgendwie rausklappen? Ja, ne? Guck mal, ich kann euch alle rausklappen. Mehr geht nicht. Da sitzen sie alle und freuen sich, dass sie nach oben geschossen werden. Der Sven und der Cookie und der Cetox und der Kaitrop und der Mercury, der Baha, der Idle und der Reineke sind unterwegs in den Orbit. Ich klappe euch jetzt mal wieder ein bisschen ein, damit ich nicht alle von euren lustigen Gesichtern ertragen muss. Das sieht gar nicht gut aus am Fairing, ne? Naja, das muss wahrscheinlich so. Immer schön 2G auf euch draufdrücken, damit ihr nicht auf dumme Ideen kommt, weil wenn die Hände hinten an den Sitz genagelt sind, dann fässt man auch keine blöden Schalter an, ne? So sieht's nämlich aus. So. Langsam mal so, zumindest so tun, als ob ich einen Gravity Turn machen möchte. Okay, vielleicht sollte ich langsam ein bisschen Speed rausnehmen. Es wird doch ein bisschen heiß an der Rakete, sehe ich gerade. Ich hatte gehört, dass Idle nachher noch einen atmosphärischen Base-Jump macht. Aber ohne Jetpack. Und Idle, der Kraken ist auf niemands Seite. Der Kraken ist auf der Seite des Kraken. So sieht's nämlich aus. So, jetzt mal schön mit der Nase runter, damit wir nicht zu zeitig ankommen. Und dann können wir unser Wohnmodul anbauen. Und das Schöne ist, wir haben jetzt quasi nochmal so einen Unity-Knoten hinter dem Wohnmodul. Da können wir dann also in alle Richtungen weiterbauen. Und uns fröhlich mit Dingen versorgen. So. Wir sind jetzt hinter dem Dings, 72 Kilometer. Das heißt, wir können ein bisschen Gas geben, damit wir aufholen. So. 70 Kilometer sieht gut aus. Wir können ruhig noch ein bisschen tiefer gehen. Wir haben es ja treibstofftechnisch, ne? Diese Rakete ist echt der Hammer. Also die brennt und brennt und brennt sich selber ab. Egal, aber es ist ein super Modell dafür, dass wir das mal eben schnell zusammengesteckt haben. So. 32 Kilometer. Ach Mensch, das wird ja eine gute Annäherung hier. So auf Anhieb. 20 Kilometer. Im ersten Aufstieg direkt getroffen. So. 13 Kilometer. Ah, und jetzt können wir, glaube ich, ausmachen. Ja, jetzt wird es nur noch mehr. Gut, dann gehen wir schon mal fürs Target auf den Retrograde drauf. Damit wir ihm gleich noch
die Geschwindigkeit anpassen können. 450 Meter gilt es noch rauszubrennen. Ich glaube, diesmal brauchen wir die nächste Stufe auch tatsächlich. So, Freunde, Ausblick ist schon mal da. So. Und ich mache jetzt mal hier... Meine Güte, es wird alles auch aufregend. So, mein Augustiner muss jetzt mal endlich beendet werden, weil ich will ja noch mein... Zum Thema Drogen, mein Schwarzbier anfangen. Das Schwarze von Schwabenbräu. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja prinzipiell ein großer Freund von Schwarzbieren, aber ich habe keine Ahnung, was ein Schwabenbräu ist. Falls irgendwelche Schwaben von euch im Chat sind, die sich mit sowas auskennen, dann, ja, lasst es mich wissen, ob ich jetzt gleich irgendwie elendig verrecken werde, weil das das schlechteste Bier aller Zeiten ist. Es ploppt und zischt auf jeden Fall schon mal ganz nett. Oh, riecht doch ganz gut. So, wann muss ich eigentlich... Ich sollte vielleicht nicht nur trinken, ne? Ah, Minute 30 ist noch Zeit. Alles gut. Alles wird gut. So, genug Zeit, ein frisches Bier einzuschenken. Ja, also, dieser Flug wird gesponsert von das Schwarze von Schwabenbräu. Heißt das so? Ja, das Schwarze von Schwabenbräu. Eine Schwarzbier-Spezialität, vollwürzig und hopfenherb zugleich. Wunderschön. Also, was man Schwabenbräu lassen muss, sie haben auf jeden Fall eine gute Werbetexteabteilung. So. Ja, in diesem Sinne sage ich dann mal Prost. Da würde ich doch fast sagen, vollwürzig und hopfenherb zugleich, ne? So, jetzt müssen wir aber mal wieder Raumschiffe fliegen. Genug getrunken. Ja, ich mache natürlich offiziell keine Werbung für Schwabenbräu. Aber falls ich gleich einen Crash baue, dann war der gesponsert von Schwabenbräu. So, 14 Sekunden. Das müsste eigentlich ausreichen mit unserer Monsterrakete hier, um das anzugleichen. Meine Güte, ist da ein Druck dahinter, ne? Echt unglaublich. So, zack, Abtrennung. Minimaler Schub. Und los geht's. Und wir machen den Rest noch. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Wir haben auch noch genug Schub, um da jetzt ranzueiern. Schwaben sind das nicht bei. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch keine Kriege losbrechen. Irgendwann eine Mücke in meinen Raum reingelassen. Das ist aber nicht nett. So. Oh, ich glaube, ich bin schon da. Huch. Vor lauter Mückenjagd. Am Ziel vorbeigeschossen. Hoppla. Ich gehe mal wieder bremsen. Ja, das ist tatsächlich fast Single Stage to Orbit. Also im Orbit waren wir auch auf jeden Fall. So, jetzt... Aber wie man sieht, ne? Don't drink and fly, da kommt nichts Gutes bei raus. So, aber wir haben echt so unglaublich viel Sprit im Tank. Wir können... zurückdrehen, los. Wir können da echt ranschüsseln. Wie nichts Gutes. Dann können wir, glaube ich, noch ganz entspannt ein weiteres Teil bauen. Anbauen, meine ich. So, das heißt, wir haben unseren Treffer in 4 Minuten knapp. Die Zeit nutzen wir mal, um zu gucken, was hier drin so abgeht. Also, unsere Turi-Bande. Ah, Turi, ihr seid natürlich ausgebildetes Fachpersonal, ich entschuldige mich. Ne? Sitzt da rum. Das ist bestimmt Idle, das erkenne ich am Haarschnitt. Ah. Wer ist das da? Ich weiß es nicht. Könnte aber der Reinicke sein. Ich glaube, Reinicke hat der Aufstieg nicht so gut gefallen. Der sieht nicht so richtig glücklich aus. So ein bisschen betreten irgendwie. Wenn da noch gefeiert wird. Ah, hier drüben ist aber auch gute Stimmung. Hier wird schon abgeklatscht. Sehr schön. Ja, also ich sehe, der Aufstieg ist soweit gut vertragen worden. Das sind alle noch bei Bewusstsein. Manche machen ein bisschen langes Gesicht. Andere freuen sich. Das ist okay, dass das unterschiedlich aufgenommen wird. Da kann ich auch mit leben. So, und wir haben da drüben dann eine 100 Meter Annäherung. Das ist schön, mit einer Geschwindigkeitsunterschied von 70 Metern pro Sekunde. Das ist auch okay.
Das kriegen wir gut hin. Und es ist auch nicht mehr so lange hin, bis es wieder hell wird. Gut, dann warpen wir uns jetzt mal ran. Und, huch, das war nicht ran, das war vorbei. Wartet auf uns. Wartet doch auf uns. Meine Güte. Ich sagte ja bereits, dass wir zu viel Treibstoff haben. Also in mehrerlei Hinsicht. Ich habe auch ein bisschen zu viel Treibstoff offensichtlich. Zack. Und Retrograde. Schneller drehen, schneller drehen, schneller drehen. Alter, dreh dich. 10 Sekunden bis zum Einschlag. Ah, alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. So. Ach Mist, jetzt sind wir auf der falschen Seite rausgekommen, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt den Knoten gleich mal umdrehen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. So. Gut. Gut, und dann können wir das hier ja abkoppeln. Oder? Es ist ja, es hat einen Probe-Core, es hat eine Antenne, es hat Strom. Alles ist gut. Strom ist auch aufgeladen. Das heißt, wir können das machen. Ohne uns nachher irgendwie anfeinden lassen zu müssen. So, falsch, richtig. So. Nee, war gar nicht so falsch. Wir wollen nämlich Control from here. Und ZS Target. Und uns schon mal in die Richtung drehen. Mit unserer kleinen Station. Also ich habe den Marsianer gelesen. Gelesen habe ich ihn zweimal. Das Hörbuch habe ich, glaube ich, jetzt dreimal gehört. Und den Film habe ich einmal gesehen. Sehr schön. Also Marsianer gefällt mir sehr. Aber das merkt man, glaube ich, auch, wenn ich HKK spiele. Oder generell Kerbal. Ich bin nicht gut darin aufzugeben, bis nicht alles komplett abgebrannt ist. So, jetzt stabilisieren wir das Ding hier mal. Könnt ihr was erkennen? Das ist halt ziemlich finster. Ich kann das jetzt auch mal kurz rumlaufen lassen, bis wieder Sonnenlicht ist. Das müsste nicht mehr so lange hin sein. Ist vielleicht schöner, ne? Wenn ihr irgendwie was sehen könnt. So. Kommt, wir machen mal kurz Sonnenlicht. Nee, bisher hat es noch kein Licht. Oh, ich sollte mal kurz was tun. Sonst wird das hier nicht so gut. Control from here. Set as target. So. Ich habe bisher nirgendwo Licht angebaut. Also müssen wir mal an irgendwelche Ausleger oder sowas ranbauen. Dass wir so ein bisschen Licht auch mal hinbekommen. So. Stop it, please. Jawohl. Und dann möchte ich gerne dorthin fahren. So. Und wenn er dann gleich angekommen ist, das wäre dann ungefähr jetzt der Fall, möchte ich gerne wieder bremsen. Warte mal. So, und bisschen noch zurück. Das sieht gut aus. Kommen wir jetzt runter damit. So, damit müssten wir jetzt gleich einen schönen Winkel hinbekommen. Ja, das ist zu nah ist immer relativ. Zu nah ist immer relativ. So, wir driften jetzt nämlich gerade raus. Und dann können wir gleich eine Annäherung machen. Dip, 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 dip. Wo ist er? Da ist er. Nur einmal kurz gucken, in welche Richtung wir gerade falsch sind. So. Oben und unten ist halt immer so ein Problem mit den Probe Cores. Das finde ich halt mit so Shuttle Cockpits und sowas schöner. Da siehst du wenigstens, was du tust. Also in welche Richtung du was tust. So. Ich glaube, so müsste das ganz gut passen, wenn wir jetzt hier in dem Winkel ungefähr noch ein bisschen hoch. Jo. So ist gut.
Halte ich stabil. Jawohl. Und. Jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Oder ob wir noch ein bisschen Vorwärtsschub geben müssen. Irgendwas macht mir da Angst. Ach, das da. Ja. Oh nein, das Spiel ist gecrashed. Oh nein. Pre-Release, Pre-Release. Ich muss kurz die Lobby anmachen und einmal das Spiel neu starten. Da hat es sich verabschiedet. Naja, so ist es halt, wenn man Pre-Release spielt. Da kann das auch mal passieren. Na, wir sind ihm ja alle nicht böse. Kleiner Crash. Ich hoffe, er hat da an einer guten Position gespeichert. Ihr, keine Sorge, ihr lebt alle noch. Einfach nur abgestürzt. So. Zack. Ja, da hat der Idel wieder irgendwas angefasst, was er nicht anfassen sollte. Und siehe da, alles geht kaputt. Zack, zack. Zack. Was haben wir gemacht? Station, ne? Space Station, das müsste es eigentlich sein. Space Station. Ja, das Release von der 1.2 soon. Also, wenn die. Wenn die Probleme behoben sind. Werden wir sehen. Ach du Heilige. Hey, wartet auf mich. Okay, da sind wir doch noch relativ weit zurückgetragen worden. Na gut, das ist jetzt halt so. Ja, kommt, dann zoomen wir uns jetzt mal kurz ins Licht rüber. So, Decouple Node. So, Orbit und Feuer frei. Abflug, mein Freund. Den brauchen wir hier nicht, der stört nur. Der stört hier nur. Können wir gleich in Ruhe unsere Teile ankoppeln. So, das sollte jetzt deorbitet sein. Und uns demnächst keine Sorgen mehr bereiten. So, und wir arbeiten jetzt halt mal mit denen. Das ist nicht die Endeavor. Naja, aber das erklären wir ihm gleich noch. So, wir wollen Control from here. Und wir möchten gerne, naja, grob in die Richtung drehen. So. Zumindest grob. Achso, verdammt. Ich habe vergessen. Ich habe vergessen, euch das Bild wieder anzuknipsen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das tut mir leid. Aber jetzt seht ihr ja wieder was. Ach. Ach. Alles nicht so einfach, ne? Mit diesem Internet-Zeugs. So, set as target. Zuerst mal ein bisschen Abstand gewinnen hier, dass das ordentlich machen kann. Dumm, di dumm, 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 dumm. Dumm, dumm. Was ihr auch alle im Bild haben wollt, nur weil es ein Stream ist. Reicht auch Ton, deshalb jetzt ein Podcast. Der Kerbal-Podcast, das wäre doch auch nochmal was. Man hört jemandem beim Kerbal Space Program spielen zu, aber hat kein Bild dazu. Man muss sich den Rest vorstellen. Es ist halt nur Ton. So. Ja, ne? Aber da hinten wird es schon hell. Also, gute Nachrichten. Wir sind gleich. Wir sind gleich auf der hellen Seite von Kerbin. So, wir müssen jetzt ein bisschen an ihm vorbei. Ja.
So sieht ganz gut aus. Gott, jetzt lassen wir ihn mal driften. Drift. Kerbal Tokyo Drift. Das stimmt. Und ohne Bild und ohne Ton ist es richtig scheiße, habe ich gehört. Ah, da habe ich mich ein bisschen verzockt. Das ist nicht ganz die richtige Höhe. So, bremsen wir das mal. Kann man hier Licht anmachen in den Dingern? Gibt es das mittlerweile auch? Tatsächlich, guck mal hier. Kommt. Ja, dann seht ihr wenigstens, wo das Teil ist. Oh, guck mal, da leuchten sogar so. Uiuiuiui, was es nicht alles gibt mittlerweile. Und da kommt Sonnenlicht. Ist das nicht schön? So. Richten wir uns mal auf den Herrn Port aus. Ah, Sonnenlicht. Ist es nicht schön? Ein Docking-Manöver im Sonnenlicht. So. Und jetzt richten wir die Kapsel hier auch noch aus. Control from here. Und set as target. Und gleich seid ihr auf der Raumstation angekommen. Wunderschön, oder? Wunderschön. So. Das müsste halten und dann kann er hier das Docking fliegen. Muss man nur gucken, dass die von der Ausrichtung her gleich ordentlich sind. Oh, ich hätte vielleicht mein SS anmachen sollen. Dass der Dockingport auch in die gleiche Richtung zeigt wie der Dockingport. Das sind zwar so Kleinigkeiten, aber es soll ja auch hübsch sein, ne? Ich glaube, so ist ganz gut. So, und jetzt docken wir das mal an, ne? Jetzt, wo es hell ist. So, fertig. Das müsste eigentlich reichen. So, nochmal gucken, dass der Winkel irgendwie hinhaut. Bisschen so drehen noch, ne? Aber wenn nicht, müssen wir es nochmal lösen und gerade drehen. Aber eigentlich sollte es passen. So, ist das gerade jetzt oder ist es total schief geworden? Oh, da kann's ja. Ja, man merkt, dass Ingenieure an Bord sind, ne? Man merkt, dass Ingenieure an Bord sind. So, wir haben unser Wohnmodul dran und das ist jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, ich gucke nochmal nach, eigentlich der Punkt ab, wo normalerweise die ISS auch bemannt worden ist. Also es kam noch Svesta dran. Dann gab es noch einen Logistikflug. Dann gab es ein paar Gittersegmente. Okay, ja gut, Gittersegmente müssen wir jetzt nicht unbedingt anbauen. Und dann kam die erste ISS-Expedition mit einer Sojus-Rakete. Die haben wir jetzt natürlich schon direkt verpackt. So, das heißt, wir haben Full House. Und wie geht's weiter? Also, das nächste, was passieren würde, wäre, ich würde jetzt auf jeden Fall gucken, dass man mal beginnt, hier in eine Richtung seitlich die Ausleger zu bauen für die Solarmodule, damit wir eine größere Stromerzeugung haben. Und dann natürlich, was wir unbedingt brauchen jetzt an der Raumstation, ist noch so Wissenschaft. Also das ist ein großes Thema. Wir brauchen Wissenschaftsmodule. Wir brauchen noch ein bisschen Lagerraum, wie auch immer wir das dann darstellen wollen mit Stock-Kerbal Space. Wir brauchen Experimente. Wir brauchen mehr von allem. Ganz große Solarpanels. Also gut, größere kriegen wir Stock jetzt natürlich nicht. Und das ist das, was so ansteht. Aber ich würde sagen, das machen wir dann mal im nächsten Livestream, weil wir haben jetzt noch so eine knappe Viertelstunde. Da lohnt es sich nicht, noch eine Rakete hochzuschießen, weil sonst müssen wir mittendrin unterbrechen. Von daher würde ich sagen, machen wir mit dem heutigen Livestream an der Stelle einfach mal Schluss. Der Grundstein ist gelegt. Ihr habt hoffentlich auch ein paar interessante Fakten über die ISS und den Werdegang, wie es passiert ist, gelernt. Zeitlich sind wir jetzt quasi so im Jahr 2000. November 2000 kam die erste Besatzung dann oder die ISS-Expedition 1 auf der ISS an. Und soweit ich weiß, ist sie seitdem ununterbrochen bemannt, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist bisher die Raumstation
mit der längsten Zeit, in der immer eine Besatzung oben war. Ja, und wenn euch das Spaß gemacht hat, ich werde auf jeden Fall im nächsten Livestream-Voting auch mal wieder die Raumstation mit reinpacken. Und das Safe Game hebe ich auf jeden Fall auf. Also auch wenn ihr euch nächstes Mal dann für Hardcore Kerbal oder was weiß ich, was dann die dritte Option sein wird, entscheidet, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem noch weiterspielen können. Und ansonsten erwähne ich es jetzt nochmal zum Ende hin. Die meisten von euch sind geistig ja dann jetzt eh schon am Ende angekommen. Von daher belästige ich euch nicht damit. Eigentlich bin ich natürlich nicht Bier gesponsert, sondern durch eure Spenden. Das heißt, wenn ihr gut findet, was ich mache, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mich bei Patreon oder PayPal unterstützen wollt. Links dafür gibt es in der Videobeschreibung. Da findet ihr übrigens auch einen Link zu der Musik im Intro und im Outro. Und abstimmen könnt ihr immer in der Woche, bevor der Livestream kommt, veröffentliche ich euch immer ein Livestream-Ankündigungsvideo. Und in dem Video ist immer ein Infobutton. Da ist eine Abstimmung drin. Da könnt ihr quasi draufklicken. Und diese Abstimmung nehme ich immer als Referenz für das, was wir spielen. Ja, und dann seid ihr gerne alle noch jetzt im Anschluss an den Livestream in den Discord-Chat eingeladen. Also wir chatten, Schrägstrich, Voice-Chatten auf dem Discord-Server. Den Link zu meinem Discord-Server findet ihr auf meiner Kanalseite. Da sind oben rechts so Buttons für, was weiß ich, Twitter und PayPal und ganz rechts ist der Button für Discord. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr über einen Webbrowser dahin und ihr könnt entweder den Webbrowser nutzen oder eben die Discord-App und ich freue mich darauf und werde auch so in ungefähr 5 Minuten, nachdem ich noch mein Bierchen leer gemacht habe, im Discord auftauchen und dann können wir noch so ein Stündchen schnacken, diskutieren, über die ISS quatschen oder über was euch sonst so auf dem Herzen liegt, bevorzugt natürlich Space-Themen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr alle vorbeigeschaut habt in den Freitagabend-Livestream und vielen Dank, dass ihr euch alle freiwillig geopfert habt, um auf die Space Station zu fliegen. Und ich würde sagen, wir haben einen schönen Anfang für die Kerbin International Superstation, das ist ja nicht nur eine Space Station, eine einfache, gelegt und können da gerne mal weitermachen. Und bevor ich jetzt zu länglich werde, würde ich sagen, mein Name ist Robert und tschüss.